das Overlay wegnimmst und die Leute mich sehen. Ich kann die Leute schon mal warnen. Ich war nämlich immer noch nicht beim Friseur, aber da habe ich heute was vorbereitet. Ich male das heute auf, wie ich mir das vorstelle. Und dann schicke ich das heute noch meinem Friseur hin und sage, frage, ob er das machen kann. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Hinzmann Live hier in Leipzig. Mein Name ist David Hinzmann und neben mir sitzen zwei junge Damen, die auch Namen haben. Die habe ich gerade eben erst kennengelernt und auch erfragt. Und jetzt muss ich nochmal kurz durchspielen. Das hier ist Peggy und dort drüben sitzt Julia. Ich begrüße euch. Hallo. Ihr seid heute nämlich hier, weil ein anderer Gast in Berlin verhindert ist und der zweite Gast gesagt hat, nö, wenn der nicht kommt, komme ich auch nicht, weil den wollte ich hier so richtig fertig machen, da möchte ich, dass das verschoben wird. Und deswegen seid ihr heute hier. Dann gibt es noch jemanden, der heißt Carsten, den lernen wir dann noch kennen. Und es ist auch der Robert wieder da, der im Internet Carlos heißt. Und der hat, glaube ich, ein eigenes Bild, das er einblenden kann, weil er immer noch auf der Suche nach einer Freundin ist. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, dass wir jetzt zwei junge Damen hier haben, denn die können den auch direkt sehen, nicht nur übers Internet bewerten, wie zuletzt. Ich habe dein Bild übrigens überall rumgeschickt, Robert. Blend dich nochmal kurz ein. Ich habe alles Mögliche versucht. Wo ist mein Handy? Ich kann vorlesen. Vorhin hat die Heidi gesagt, nein, es ist gut, danke, aber nein, danke. Aber das war ohne Bild. Das Bild kommt noch und dann gucken wir, ob sich das... Wir machen das. Ja? Wir sind in der Rumpelkammer, Dresdner Straße 25, ein feines Lokal. Schauen wir dann auch mal im Rundblick rum. Die Barbie ist wieder da, wir haben Zufallsfragen. Jetzt zu euch beiden. Ich fange mit Julia an. Ihr habt in Leipzig bis vor kurzem ein Geschäft betrieben. Das ist jetzt in einen reinen Onlinehandel übergegangen. So viel weiß ich schon. Das ist meine gute Vorbereitung. Es geht um Kleidung, aber nicht um neuwertige Ware, sondern... Vielleicht erklärst du ganz kurz. Es geht um True Vintage Mode, also alte Kleidung, ausgewählte Stücke, die älter als 20 Jahre sind. Wir haben teilweise auch neuere Sachen, die sind dann aber Designerstücke oder halt selbst genäht. Okay, wer kam dann bis zuletzt in euren Laden, beziehungsweise schickt man das dann ein? Wir haben einen Freund, einen Sammler, der hat uns seinen Bestand übergeben sozusagen. Das reicht ja nicht für immer. Ja, es ist schon ordentlich was, ansonsten probieren wir das so rund um Leipzig irgendwie zusammenzusuchen. Also das schickt man nicht online irgendwie ein, wie bei anderen, sondern... Nee, wir haben natürlich auch Anfragen, die sagen, hier, wir haben ein paar coole Sachen, wollt ihr euch die angucken? Dann gucken wir uns die an, gucken, was passt für uns, was in unseren Shop passt und dann nehmen wir das gegebenenfalls auch rein. Jetzt testen wir kurz den Robert, wie gut der Robert wirklich ist. Robert, ich hatte dir vorhin gesagt... Weil du ja im Internet Carlos heißt. Carlos, fürs Internet, du sollst mal die Webseite so einbauen, dass man die zeigen kann. Kann man die zeigen? Boah! Der Robert zeigt jetzt nämlich die Seite. Wie kommt man drauf? Sag's nochmal. Auf etsy.com ja. Oder .de und dann in die Suchleiste Nascent Delight eingeben. Okay. Wer hat dann oder wer fragt bei euch an und sagt, ich habe jetzt Sachen, ist das Vintage, nehmt ihr das und wie wählt ihr dann aus? Was sind das so für Typen, die dann sagen, ich möchte jetzt hier was, ich stelle mir dann vor, dass das hauptsächlich ältere Leute sind, die sowas noch rumliegen haben. Ja, vor allem auch ältere Damen, Familien, ja. Aber sind das dann ältere, ich habe schon eine ältere Dame hier in der Sendung gehabt, ich habe eine ältere Dame zu Hause, das ist meine Oma, ich habe noch eine viel ältere Dame zu Hause, die haben halt alles so weite Sachen. Da könnte man dann zwei Sachen draus machen. Ist das dann nur so Übergröße? Nee, wir haben eigentlich in allen Größen was. Also nicht nur Plus Size und nicht nur Skinny, sondern wirklich für alle Größen was. Okay, ich habe jetzt nicht gesagt, dass meine Oma dick ist und meine andere Oma noch viel dicker. Ich meine bloß, es ist was anderes, als wenn man jetzt jüngere Damen hier sitzen hat und meine zweite Oma isst zu viel. Einfach zu viel. Was ist das älteste Stück, was ihr jetzt zuletzt bei euch gehabt habt? Wenn ihr sagt, es geht bei 20 Jahren los, aber nach oben ist ja dann sicherlich alles offen. Wir haben auf jeden Fall auch was aus den 40er Jahren. Okay. Ja. Ich glaube, ein Teil sogar auch aus den 20er Jahren. Okay. Was ist das dann? Nachthemden, Kleider. Ja, so aus Spitze, ganz schön und edel. Echt? Aber da musste ich doch noch raus, da ging dann doch die Sirene an, mitten in der Nacht musste ich dann in den Luftschutzbunker gehen mit meinem, das ist doch alles, dass die Leute das noch haben. Das sind ja dann nur Leute, die gesagt haben, nee, ich gehe jetzt nicht raus. Das ist wieder so ein blinder Alarm, das will ich nicht. Das ist dann noch gut erhalten, sodass ihr das noch verkaufen könnt. Also wir haben alles noch gut erhaltene Sachen. Jetzt müssen wir zu dir wechseln, Peggy, weil der Robert dich ja eigentlich heute angerufen hat und hat gesagt, oh, möchtest du nicht vorbeikommen, hier ist eine Sendung, es ist furchtbar cool, ich kann dir nichts Genaues dazu sagen, weil sonst kommst du nicht. Und woher kennst du den? Blend bitte dein Bild ein, Robert. Woher kennst du den, Robert? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall von Facebook. Mir geht's genauso. Ich weiß gar nicht, wer ich den Robert eigentlich kenne. Er war eines Tages da. Es hatte irgendwas mit Kompasserie vielleicht zu tun. Ich habe mit Kompasserie zu tun, ja. Ja, genau. Ist dein Mikrofon an, Robert? Ich bin ab und zu Komparse und ich glaube, über eine der Komparsengruppen haben wir uns ja mal kennengelernt. Ach echt? Das heißt, du bist
häufig unterwegs oder einfach nur mal so nebenbei? Und ach ja, in den letzten 4-5 Jahren schon öfter. Also auch mal Kinofilme oder auch mal Serien. Jetzt müsst ihr natürlich noch sagen, was denn das gewesen ist, wo du irgendwo im Hintergrund rumgelegen hast als... Ja, öfter mal bei In aller Freundschaft zum Beispiel. Oder auch mal Soko oder jetzt zuletzt halt ein paar Kinofilme. Also zum Beispiel jetzt der letzte war Tim Thaler. Okay. Das war halt super, 20er Jahre halt auch unser Ding. Ach so, und wenn man dann am Set ist und dann hat dann bei Tim Thaler so diese Klamotten, man kommt dann mit den Leuten vom Set-Design, keine Ahnung, wie auch immer das heißt, kleidungsmäßig, sag du es mir, Garderobe? Ja, Garderobe. Ja, gut, genau. Okay. So, ich habe das selber, ich habe die Frage mir selber beantwortet, ich mache das jetzt, das mache ich. Willkommen bei Hensmann Live, ich beantworte meine Fragen heute alle das selbst. Das Kostüm sozusagen. Genau, Kostüm. Die vom Kostüm. Man kommt dann mit denen ins Gespräch und die sagen dann sowas wie, ach so, du sammelst alte Klamotten, nee, also für dich haben wir hier nicht, weil die dann sofort fuchsig werden und denken, du willst irgendwas erschleichen. Habe ich dann das Gefühl, wenn man mit Leuten dann so rüber, wir sammeln ein und wir verkaufen dann wieder, habt ihr nicht vielleicht oder? Nö, also das habe ich eigentlich immer getrennt bis jetzt, da habe ich eigentlich nicht davon geredet. Aber, so schöne Sachen. Wir haben schon überlegt, mal an die Leute auch ranzutreten und da mal zu schauen, ob man da nicht vielleicht kooperieren kann irgendwie. Bestimmt immer mal Sachen, die dann da doch rausgehen und wieder neu dazukommen, weil die dann so... Zum Beispiel zum Verleihen auch oder so. Wie funktioniert das? Es tut mir leid, wir reden gleich nochmal über den Laden, aber wie funktioniert das mit diesen Komparsenrollen? Man meldet sich irgendwo in einer... Agentur meistens. Ist dann irgendwo registriert, dann hat man dann... Genau. Ein Gesicht und ein paar Daten halt dazu. Angefragt. Steht da, fragt zu häufig über alte Kleidung. No, nicht in historischen Filmen einsetzen. So, okay, das ist dann. Und da ist man. Da ist der Robert dann irgendwo hergekommen. Ihr habt euch da dann irgendwo. Der Robert kann das mal an, wenn du das nicht mehr weißt, Komparsen. Ne? Robert ist hier auch am Rand nur zu sehen. Robert, wie war das jetzt wirklich? Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt dort jemals über den Weg gelaufen sind. Ich bin ja bei Soko Leipzig. Ich höre dich aber nicht über diese Geschichte doch, hier. Doch, da bin ich. Ich höre mich. Achso, ist es, weil du so weit weg sitzt? Ja. Okay, Soko Leipzig. Ja. Das ist mir jetzt zu viel aus deinem spannenden Leben. Ich muss zurück zum Online-Shop. Wenn ihr jetzt zwei junge Damen seid und ich bin keine junge Dame und man erwartet ja eigentlich von mir, dass ich mit einem Hintergrund Wirtschaftsinformatik irgendwas in den Computer bedienen könnte. Haben wir gerade eben hier gesehen, 11 Minuten zu spät, kann ich nicht. Wie baut man denn den Online-Shop auf? Naja, wir hatten das eigentlich vor, das selbst zu machen, beziehungsweise ein Freund von uns wollte das für uns machen. Aber dann haben wir halt festgestellt, das wäre für uns etwas zu kompliziert in dem Sinne, dass es halt auch Plattformen gibt, wo man das machen kann, wo halt die Dinge für einen quasi zur Hälfte übernommen werden. Wie viel muss man dann abdrücken von dem, was man erwirtschaftet? Ich glaube, das sind so um die 3%, was wir abtreten müssen. Das ist erträglich. Das ist erträglich im Vergleich zu den Plattformen, die es jetzt hier in, also Davanda zum Beispiel, was jetzt Bei eBay 10%, glaube ich, sind das da aktuell. Genau. Ja. Von daher haben wir uns halt für Etsy entschieden. Also ist in Deutschland noch nicht so bekannt, eher in den USA bis jetzt. Aber das ist so, also das US-Davanda im Prinzip. Ja, die Leute, die am vergangenen Wochenende auf der Buchmesse gewesen sind, die werden das gesehen haben, da sind ja dann immer diese Mädels und die haben irgendwas selber geschustert und aus Metall selber Schlüsselanhänger gebogen zu sämtlichen Animes, die es gibt. Und dann fragt man immer, oh, das machst du aber selbst, das ist aber toll, wo kann ich mich dann informieren? Dann kriegt man immer so eine Visitenkarte und ist meistens Etsy in dieser Richtung. Genau. Seid ihr dann, wir wechseln mal nochmal, weil die Leute zu Hause wollen jetzt, Robert, du bist überhaupt nicht da, was machst denn du? Das erste Mal sind junge Damen in der Sendung, du jammerst die ganze Zeit rum, es gibt keine jungen Damen in dieser Sendung und jetzt bist du überhaupt nicht hier. Du kannst mit den anderen Frauen später schreiben. Ich sehe das, der Robert bückt sich immer weg. Ich habe die Frage vergessen. Peggy und Julia, geht ihr dann zu Veranstaltungen, Conventions, ich habe keine Ahnung, was es dann in eurem Bereich gibt, wo man sich auch mit anderen austauschen kann, die in Deutschland ähnliche Dinge tun, wo man sich vielleicht auch Tipps gibt oder wo man an andere Dinge rankommt. Bei Flohmärkte nur abklappern und dort Leute kennenlernen, ist, glaube ich, ätzend. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, weil da, glaube ich, einfach ein anderes Publikum ist als die Leute, die im Onlineshop unsere Klamotten suchen und kaufen. Wir waren schon mal auf so Marketingveranstaltungen von Facebook, wie man Werbung und so gezielt einsetzt online. Lohnt sich das? Über Facebook? Naja, so eine Veranstaltung von Facebook, wie man Werbung richtig einsetzt, ist eigentlich, glaube ich, stelle ich mir so vor, ihr gebt uns einen Betrag X, der ist relativ groß und wir machen etwas, nicht weiter spezifiziert und definiert und dann kommt was dabei raus und am Ende seht ihr nichts davon. Na doch, das lohnt sich schon. Also so das Handwerkszeug, das bekommt man dann schon mit.
Und ja, die Werbung über Instagram oder so wurde da auch erklärt, wie das so alles funktioniert, das Marketing. Also ist das was, wo ihr die Zukunft seht, dass das für euch funktioniert, diese Nische? Ja, und da sind ja auch andere Unternehmer, teilweise auch aus anderen Branchen oder halt auch aus unserer Branche, mit denen man dann auch irgendwie kooperieren kann, wo man sich vernetzen kann. Wie lange macht ihr das schon zusammen und wie seid ihr zusammen darauf gekommen? Also ich glaube, wir haben vor ungefähr einem Jahr haben wir das erste Mal Klamotten gesichtet, haben aussortiert, was wir in den Shop nehmen. Mhm. Und dann hatte das eine gewisse Vorlaufzeit, weil wir dann auch in Gohlis noch einen Laden hatten. Der hat im September aufgemacht. Den haben wir jetzt einfach aus Kostengründen dann zugemacht, weil es online eben besser läuft und weil in Gohlis noch nicht so das Publikum da war. Ja. Okay, aber da seid ihr ja schon einen Schritt weiter, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt das erste Mal dann Sachen aussortiert, aber so der Punkt, wo ihr kennt euch also auch außerhalb dieser Geschichte schon länger davor. Genau, wir haben uns, glaube ich, vor 3-4 Jahren über einen Nebenjob kennengelernt, wo wir zusammen gearbeitet haben, dann wurden wir Freundinnen, daran kann sie sich, siehst du das, Robert, hier nickt sie, daran kann sie sich noch erinnern, nicht? Aber an dich ist es irgendwie aus der Erinnerung verschwunden. Also wir schicken wohnen heute auch zusammen, da ist das ein bisschen einfacher, sich zu erinnern. Das stimmt, das wäre bei dir dann anders. Wenn du eine Frau dann zu Hause hättest, ich muss noch mal gucken, was die Heidi dann genau geschrieben hat. Ich gebe dir mal die Nummer. Du klärst das, Robert, wir machen das. Kann ich da mal bitte, während wir die Sendung hier machen, ein Foto von dir bei Facebook posten? Komm, wir machen das hier ganz, wir machen so Blumen so ringsrum. Ich habe doch was für dich mitgebracht. Hier, du könntest so eine Krone haben. Oh, die Barbie ist umgefallen, das ist kein gutes Zeichen. Wart interessiert selber privat an Vintage-Klamotten? Ja, also wir interessieren uns eigentlich schon ziemlich lange für nachhaltige Entwicklung, für Konsumverhalten, also wie man dem normalen Konsumverhalten eben nicht entsprechen muss und trotzdem irgendwie nett unterwegs sein kann. Wir wollen nochmal wechseln, bevor du uns hier einschläfst. Du hast so ganz ruhig nur genickt. Wie läuft es ab? Ihr holt jetzt eine Kiste Klamotten von irgendjemandem, dem ihr vertraut, und ihr sichtet das. Wonach wird sortiert? Ihr guckt nach dem Alter, aber wie finde ich denn das, was du jetzt trägst? Das, was du jetzt trägst, würde ich nicht mal als Vintage einschätzen. Hier habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist ein wildes Muster, aber das kriege ich auch heute. Seid ihr so fit im Thema? Was habt ihr für einen Background, um auch einschätzen zu können, was ist das jetzt? Wie viele Jahre hat das auf dem Buckel? Ohne dran zu riechen. Also natürlich sind erstmal die Sinne wichtig. Ne? Also wenn wir so eine, die Sachen halt sichten, dann schaut man sich halt erstmal an, in welchem Zustand ist es überhaupt. Wie riecht es natürlich auch, ne? Das ist auch wichtig. Ist da Schimmel dran oder so, dann nehmen wir es natürlich nicht. Nee, Quatsch. Aber wie gesagt, der Zustand ist halt erstmal ganz wichtig. Dann kommt halt, gefällt es uns, hat es irgendwas Besonderes. Ist es jetzt, muss nicht unbedingt was sein, was wir selber tragen würden, aber es muss halt eine bestimmte, ja, das ist schwer zu erklären, ne? Wir haben halt einfach einen bestimmten roten Faden, einen bestimmten Geschmack, den wir auch teilen. Und das sind eigentlich sehr schlichte Sachen, die aber auch, also auch mal ausgefallen, aber halt auf eine besondere Art und Weise irgendwie. Also wir nehmen auf jeden Fall nicht alles. Okay. Woran erkennt ihr? Genau. Das wollte ich jetzt, woran erkennt ihr? Also passt das zu uns oder ist das auch wirklich alt? Weil viele Sachen kommen wieder neu aufgelegt. Ja. Also ich bin erstens damit aufgewachsen, also mein Vater ist Textiltechniker, habe halt mit meinem Vater als Kind schon immer genäht und so weiter und so fort und wie gesagt, er hat halt auch viel Wissen, was das angeht und den können wir zur Not auch fragen, wenn wir mal was nicht so genau einschätzen können. Ansonsten haben wir uns da jetzt selber auch viel Wissen angeeignet mittlerweile und erkennen jetzt auch immer schneller, aus welchem Jahrzehnt das sein könnte oder das sieht man halt an bestimmten Details, ne? An den Schildern natürlich, an den Nähten, an den, einfach am Material auch. Und ja, das stimmt. Genau, und am Stil einfach auch, also das ist, genau. Wir haben auch viele DDR-Sachen zum Beispiel dabei, die jetzt noch in einem sehr guten Zustand sind, weil die Leute in der DDR natürlich auch viel gehortet haben und das auch gut gepflegt haben, die Sachen und ja. Okay. Was sind die Dinge, die bei euch besonders beliebt sind, die schnell weggehen, wenn ihr sie im Laden drin habt, wenn ihr sie online stellt? Was sind so die Sachen, die sofort? Naja, besonders Accessoires halt, also Tücher haben wir ganz viele schöne, die halt sehr oft und gern gekauft werden. Kleider zum Beispiel.
So. Ja, Kleidung, das ist gut, das, aber es ist ja alles ja, im Oberteil weitesten Sinne. Aber so das, diese man kennt es ja aus anderen Bereichen. Von Robert sammelt, ich muss dich immer wieder noch ein bisschen einbringen, damit wenigstens eine von den beiden im Nachhinein nochmal googelt, was der Robert eigentlich macht. Robert hat 3000 DVDs zu Hause. Ich habe neulich mal irgendwann dort gestanden und habe mir das angeguckt. Ja, das ist gut, ne? Erste hat angebissen. Jetzt muss, Robert, jetzt musst du ein bisschen, du musst du kurbeln. Robert hat 3000 DVDs zu Hause und ich habe neulich versucht, DVDs loszuwerden und habe das bei Momox eingescannt. Piep, 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 15 Cent. So, Stapel DVDs, zack. Und da gibt es Dinge, da habe ich ein Gefühl für entwickelt, da weiß ich, okay, das habe ich lange nicht mehr im Laden gesehen, das war mein Zufallstreffer, Jahre gesucht, dann einmal gefunden, nie wieder bei Amazon, Preis von 50 Euro, weiß ich, das geht gut weg. Sind das solche Dinge, auf die ihr auch achtet, die ihr unbedingt wollt, weil ihr wisst, ihr, die könnte für einen sehr, sehr guten Preis wieder loswerden? Betreibt ihr so Preispolitik oder habt ihr so eine Masse an Sachen bei euch im Durchlauf, dass ihr sagt, rein, raus, weiter, weg, oder schaut ihr schon, dass ihr so, mal so ein richtig, was ist denn das, was ich zu euch bringen kann und dann lohnt sich das für mich? Julia, hilf. Ja, so eine Idee. Gibt es nicht Dinge, die man sucht, Dinge, die ihr persönlich selber sucht, weil ihr sie haben wollt, vielleicht? Ja, alte Kleider vor allem, ja. Aber das ist ja euer Business, alte Kleider. Also alte. Also ist auch manchmal also so, richtige dass, Kleider, wir, dass Abendgarderobe. Wir schöne Sachen finden und die dann selber behalten, weil uns die so gut gefallen. So. Also Kleider im Sinne von Abendkleidern, solche was oder nicht nur oder nur Kleidungsstücke. Auch Kleider, die man tagsüber anziehen kann. Also okay. Schon Kleider beispielsweise oder Oberteile, Blusen, sowas halt. Wie verfolgt ihr dann den aktuellen Trend? Jetzt gucken wir mal nicht zu mir. Ich versuche jede Woche einen anderen schäbigen Pullover rauszusuchen. Und ja, Mutti, ich habe es diese Woche wieder geschafft. Und irgendwie ist es in der Wäsche schiefgegangen. Das klemmt sich immer hier so hoch. Aber das bügelst du morgen, dann passt das. Ich habe die Frage vergessen. Robert, was war meine Frage? Wie fing der Satz an? Ja, Robert, kümmere du dich um deine Online-Bekanntschaften. Das machen wir gleich zum Schluss, sonst rennen die Leute sofort raus. Aber wir haben heute hier den Weg mit Kabeln abgesperrt. Dinge, die ihr selber sucht, tragt ihr auch selber? Wo geht das jetzt für euch hin? In welche Richtung soll sich das für euch weiterentwickeln? Ist es was, wo ihr aktuell schon von leben könnt? Noch nicht, nee. Also nicht, wir haben beide noch Nebenjobs oder ja, nebenbei halt. Aber ihr seht, dass eine Entwicklung da ist, dass es gewollt ist. Man muss sich wahrscheinlich auch dann so eine Basis erstmal irgendwie erarbeiten. Genau. Keine Ahnung, wie das bei Etsy läuft, wenn ihr sagt, es ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Ist das auch sowas, was im Kommen ist? Es kommt, glaube ich, einfach immer mehr. Am Anfang hatten wir wirklich nur Bestellungen aus dem Ausland, vor allem Amerika. Jetzt mittlerweile in den letzten 2 Monaten schon vermehrt auch aus Deutschland. Okay. Ja. Und das, die Überlegung von Etsy wegzugehen, zumindest teilweise oder das zu doppeln auf einem anderen Verbreitungsweg noch online, das noch zusätzlich anzubieten, weil ihr habt einmal ein Bild von diesen Kleidern dann wahrscheinlich gemacht, stellt das rein mit dem Text und könntet das dann eigentlich noch weiter verbreiten oder wäre der Aufwand dann zu groß? Weil ihr immer gucken müsstest, wo ist jetzt gerade was weg? Es kommt halt drauf an. Ich glaube, wenn man seine eigene Internetseite hat, ist man natürlich gestalterisch freier, aber man hat auch nicht so die Präsenz im Internet. Okay. Also wenn auf Etsy jemand ein Hemd aus der DDR sucht, dann werden wir angezeigt. Hm. Und wenn man das so einfach bei Google sucht und wir haben unsere eigene Webseite, findet man uns vielleicht einfach nicht so schnell. Okay. Gibt es nicht so Google-Kanäle? Weil die Google-eigenen Kanäle sind ja immer für die Verbreitung noch am besten. So Google, ach nee, Google Plus nimmt überhaupt niemand, oder? Egal, wo man ist. Nee. Ja, okay. Das jetzt für die Zuschauer von Google Plus ins Leere. Ich habe auch irgendwie eine Google-Plus-Seite, aber ich habe lange nicht mehr drauf geguckt. Passiert, glaube ich, nichts. Bieten mir immer mal Züge an. Achtung, hast du schon die Bilder von Zügen gesehen? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe keine Ahnung von Zügen und kein Interesse dran. Alte Züge, Vintage-Züge. Ich habe einen ehemaligen Klassenkameraden, dessen Hobby ist es. Viele sagen ja, das ist schräg. Die sitzen dann da rum, junge Mädels, und beschäftigen sich die ganze Zeit mit alten Klamotten. Die haben die Bude voll mit irgendwelchem ranzigen Zeug und es riecht modrig. Ja, das riecht man an denen. Ich habe die neulich gerochen. Die hat modrige Haare, hat die. Wie der Hinzmann, widerliche Haare hatte sie. Nee, der geht rum und der stellt die Kamera auf und dann fährt ein Zug ganz am Horizont, ganz hinten am Waldrand, fährt ein Zug vorbei und dann wird das Video benannt. Zug so und so, Fahrtrichtung von, nach und die Uhrzeit und Tag. Und dann kommt aber das zweite Video, bietet einem YouTube dann sofort an, ob man das noch sehen will. Der gleiche Zug aus der Gegenrichtung. Die treffen sich meistens an der gleichen Stelle und das ist wirklich, Dominik? Ja, kann man sich angucken auf dobifilm.de, glaube ich. Das sind aber nicht nur Züge, sondern es sind auch Fotoshows mit Bahn-Equipment, keine Ahnung, irgendwas so. Dinge, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin. Wir wechseln nochmal kurz zu die. Das ist heute ja ganz wild.
Carsten, du kommst gleich dran. Man sieht dich noch nicht, aber den Carsten holen wir dann noch ins Bild. Carsten, erzähl uns was vom Schreiben. Für Film und den Rest, wir machen das dann. Sonst verhaspel ich mich jetzt hier. Dinge, die ich jetzt vergessen habe, die noch wahnsinnig wichtig sind. Weil Robert hat schon die Webseite gezeigt und ist einmal hoch und runter gefahren. Ich hoffe, du hast nichts bestellt, das ist mein Rechner. Oder meine Kleidergröße. Ich weiß meine Kleidergröße nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was mir stehen würde. Kann ich als Mann dort Vintage-Klamotten kaufen? Gibt es sowas? Ja, wir haben auch viele Männersachen, ja. Im Moment noch nicht ganz so viele wie für Frauen, aber da kommt auf jeden Fall noch einiges. Also wir haben die Hälfte unseres Bestandes immer noch nicht gesichtet sozusagen. Also da ist noch einiges. Okay, das noch muss wartet. Man doch auch erstmal irgendwo lagern zwischenzeitlich. Ja, die Hälfte ist in Brandenburg und die Hälfte ist hier bei uns im Lager. Wie kommt die nach Brandenburg? Ja, der Freund, von dem wir das übernommen haben sozusagen, hat das immer noch da gelagert, einiges. Okay. Genau. Und das muss man da erstmal nach und wie viel Zeit steckt man dann da überhaupt nur rein, bis man überhaupt was im Laden hat, was man anbieten kann? Einiges. Okay. Ja, also wir holen das halt aus Brandenburg, wir sichten das, wir sortieren es dort aus, wir nehmen es mit zurück, wir teilweise waschen oder reparieren wir es. Bügeln es teilweise und ja, da steckt man schon viel Zeit rein, dann wird es fotografiert, hochgeladen. Jetzt habe ich die Webseite im Vorfeld nicht gesehen, ich sehe sie aber auch gerade nicht. Robert kann es ja mal zeigen. Wie fotografiert ihr das? Liegt die Klamotte nur da? Zieht ihr das an? Wird das auf was draufgezogen, was ähnlich aussieht wie ein Mensch? Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit weiterentwickelt sozusagen. Also am Anfang haben wir das also wir werden immer besser, würde ich sagen. Am Anfang haben wir das im Laden fotografiert, da war es noch ein bisschen dunkel, dann haben wir es bei uns zu Hause gemacht. Das ist auch schon besser gewesen dann. Jetzt haben wir es mit Tageslicht eher gemacht, was noch besser ist. Und jetzt haben wir auch immer mal einige Shootings, also wo wir dann Fotoshoots machen, wo wir dann die Sachen fotografieren und Models haben. Der Robert ist Kameramann. Mhm. Nicht? Also für den Fall, dass er mal irgendjemanden braucht, der zu jeder Tages- und Nachtzeit vorbeikommt, Robert ist Kameramann. Und das mit der Heidi kläre ich auch noch für dich, Robert. Ich hoffe, die Heidi schaut nicht zu. Die Heidi hat, glaube ich, einen Vater, der macht irgendwas mit Recht. Fährt hier sofort vor mit seinem großen Wagen und holt mich ab. Recht oder Rechte? Recht. Also. Mit Rechten. Warum? Warum? Macht irgendwas mit Rechten. Männer Vintage-Sachen. Bei Frauen Vintage-Sachen kann ich mir was drunter vorstellen. Was sind so die typischen Männerklamotten? Das ist irgendwie so eine Hose, mit der mein Opa aus dem Krieg nach Hause gekommen ist. Wir haben zum Beispiel Männeranzüge, die sind noch ungetragen, aber schon 40 Jahre alt. Echt? Ja, da fällt mir auch einer ein, der dir auf jeden Fall passen würde. Okay, jetzt lachen alle, wir haben Spaß. Ja, wir wissen, wovon wir reden, da fällt mir einer ein, der sieht so schäbig aus, der ist so hässlich, der ist so ranzig, der passt zu deiner Frisur. Eigentlich wollte man wegschmeißen, wir haben den schon in der Aussortierenkiste, den wascht man nicht, den kann man auch nicht mehr reparieren. Weißt du, was ich meine, Julia? Ja, ich weiß, was du meinst, Peggy. Alle lachen mit, nur keiner zu Hause. Herzlich willkommen bei Hinzmann Live, wir fangen nochmal von vorne an. Neben mir sitzen irgendwer und die haben irgendein Geschäft, das nicht gut läuft. So, Robert zeigt die Seite. Fertig. Der Carsten kriegt Angst, der Carsten geht gleich weg. Carsten, du bist der Nächste, aber zu dir bin ich ganz, ganz furchtbar lieb, weil wir kennen uns nämlich schon länger als 4 Tage, 10 Sekunden, 2 Stunden. Oh, ist ganz, ganz still in der Rumpelkammer, die Leute haben Angst. Die Leute haben Angst, dass was passiert. Wir vertragen uns ganz, ganz furchtbar doll. Wie kann man euch unterstützen? Außer durch so einen Mist hier, das ist kontraproduktiv. Wie kann man euch unterstützen, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte denen unbedingt helfen durch irgendwas, also nicht nur durch Kleiderspende, sondern durch Know-how, was das reparieren, auf jeden Fall weitererzählen, ist schon mal eine gute Sache. Ja. Teilen bei Facebook, genau. Facebook-Seite erreiche ich wie? Gibt es da so eine Kurzadresse? Natürlich kaufen und rumtragen und damit rumlaufen und angesprochen werden, ist auch immer gut. Das finde ich gut, aber ich würde mich nie trauen, jemanden auf der Straße, der etwas Ausgefalleneres in die Vintage-Richtung anhat, anzusprechen. Nee, ich mache das ständig. Echt? Ja. Ja, mit dem Hintergrund, brauchst du das noch? Komm, das steht dir doch gar nicht. Wir haben da so einen Shop, kannst du bloß bei uns. Gibt so viele schöne neue Sachen hier, Primark, geh doch da rein, lass uns das gleich hier. Komm, ich komme mit rein in die Umkleide, wir nehmen das gleich mit und dann. Nee, davon wollen wir die Leute abhalten bei Primark. Ich würde dann deren alte Kleider kriegen. Ist es nicht traurig? Mir wurde mal gesagt, von den Flohmarktkleidern sind immer Omis, ganz furchtbar allein drin gestorben. Ganz einsam. Das sind noch die Tränen hier. Am Revers sind noch die Tränen. Wo sind meine Enkel? Sie sind nie zu mir gekommen. Denkt man darüber nach, wer hat das getragen? Und ja, denkt man schon drüber nach. Und ist er die da Sachen drin? Haben ja schon eine gewisse Geschichte auf jeden Fall. Und wie gesagt, man sieht ja schon, wenn eine Sache irgendwie 40, 50 Jahre alt ist und die hat jemand so sehr gepflegt, dass sie noch in so einem Zustand ist, dass wir sie halt verkaufen, dann
weiß man ja auch, dass den Leuten da irgendwas dran gelegen hat und dass auf jeden Fall da irgendwie eine Geschichte mit dran hängt. So. Und das ist aber auch das, was die Leute halt mit kaufen. Ne? Also das ist ja nicht nur, dass wir halt Einzelstücke haben und es halt individuell ist, sondern dass die Leute ja auch das Gefühl haben, dass sie da halt irgendwie ein Stück Geschichte mitkaufen, was halt bei Primark ja eher wahrscheinlich eine traurige Geschichte ist von unterbezahlten Kindern. Das ist auch, das sind auch die Tränen, die man bei euch dann auch hat. Das ist ein traurige Geschichten. Der Robert hat mir vorhin erzählt, er wollte die Seite eingeben, um mir das zu zeigen, damit ich mich vorher informieren kann. Wie man merkt, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Aber das lag ein bisschen am Robert. Der Robert wusste nicht mehr, wie die Seite heißt. Weil der Robert nicht mehr, vielleicht noch kurz was zur Namensentstehung. Es ist ja nicht das, was man, wenn man morgen früh dann aufwacht, noch sofort im Kopf hat. Es ist nicht alte Mode von alten Menschen, neu aufgearbeitet und hübsch.de, sondern es ist spezieller. Dazu vielleicht noch kurz, das würde mich mal interessieren. Ja, also der Name kommt daher, dass ich mal vor einer ganzen Weile eine beste Freundin hatte und wir genau sowas vorhatten, also zu Zeiten, wo es das Wort Upcycling noch nicht gab sonstiges, wollten wir aber sowas in die Richtung machen, also wir wollten Taschen machen damals, auch aus quasi wiederverwendeten Materialien. Ja, ja. Und genau, und die ist leider nicht mehr unter uns, heißt oder hieß damals oder heißt, ja, jetzt nicht mehr leider, Anastasia hieß sie. Und genau, ihr Kurzname war halt Nas und deswegen haben wir dann irgendwas mit Nas gesucht. Gibt es da so einen Vermerk auf der Seite, wo man sich die Geschichte nochmal, damit man, es ist ja an sich eine sehr, sehr persönliche Geschichte, aber sie hat ja trotzdem was mit dem Geschäft zu tun. Ja, auf der Facebook-Seite gibt es das, auf der Etsy-Seite noch nicht, aber das können wir auch noch nachholen. Wir streamen das ins Internet. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte mit der Namensgebung, um sie auch zu ver-, das ist aber das Internet. Die Leute zu Hause fragen sich, habt ihr jemals Sachen von dieser Freundin bei euch im Laden verkauft? Von ihr? Ja. Nein. Okay. Damit ist das Internet jetzt beruhigt. Ich musste die Frage stellen, weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass viele Leute in ihren Sachen gestorben sind und die dann zu euch wandern, weil die von Verwandten wahrscheinlich, gibt es ja tausend Dinge. Bücher, ich habe das Problem, dass ich zu Hause Bücher rangekarrt habe ohne Ende von Leuten, die sonst in die Tonne kloppen. Ja, und jetzt ersticke ich auch. Jetzt ersticke ich in Büchern im Arbeitszimmer und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil du hast halt die Kisten und du kannst sie auf der Straße ja nicht durchgucken. Bei uns sind es Klamotten und Bücher. Ja, das ist super. Da kann ich, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich bin das nächste Mal einfach mit dir her und dann kriegt ihr jeder kostenlos ein Buch und. Nee, Moment mal, hier gibt's doch. Hier ist doch. Nee, ist nicht mehr kein Platz. Wir müssen hier ein neues Regal anbohren. Robert, kannst du bohren? Wir machen das mal. Wir reden mit der Miriam. Wir stellen hier eine Leiter auf. Wir versuchen, dass wir nicht so viel kaputt machen wie hier. Der Robert hat vorne das Mischpult runtergeworfen. Falls der Ton zu Hause schlecht ist. Gut. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier gewesen seid. Haben wir was Wichtiges vergessen? Es gibt immer noch wichtige Sachen. Sag noch fünfmal die Seite. Sag nochmal, dass man es einfach, was muss ich bei Google eingeben, damit ich direkt zum Etsy-Shop komme, weil ich glaube, die Etsy-Kurzadresse ist wahrscheinlich dann noch eher eine andere, die normale Seite. Also bei Facebook ist es Nascent Delight. Du musst es, tut mir leid, du musst das buchstabieren für die Leute zu Hause, weil die sonst wieder Robert dastehen und dann erst mal gucken. Nascent und dann Delight, also. Wenn der Robert jetzt richtig gut war, hat er die Seite auch noch aufgemacht. Heißt neu entstehendes Vergnügen. Okay. Vielen lieben Dank. Robert, wie machen wir das jetzt? Ich würde die beiden Damen gerne entlassen, damit die nach Hause gehen können. Die haben morgen wieder viel zu sortieren. Und wie machen wir das jetzt? Kann ich einfach aufstehen? Der Matthias hat mir heute keine Cola gebracht. Ja, der Matthias, ich gehe mal zu Matthias hin und ich hole mir meine Cola im laufenden Betrieb. Ich bedanke mich erstmal bei euch. Ich habe jetzt die Seite eingeblendet dafür, die Webseite. Ach, da sehen die Leute nicht, wie ich aufstehe. Ich habe nämlich heute die schmutzigste Hose an, die ich gefunden habe. Ich bin mit dem Hund nochmal raus, war heute wild mit Mund. Der Hund war heute aufgedreht, weil Sonne schien. Carsten, du darfst gerne schon da hinten Platz nehmen. Gleich kommt Carsten. Danke. Ich hoffe, ihr seid nicht furchtbar enttäuscht. David ist weg.
da bist du ja. Ja, das Bild ist schon wieder an, deswegen auf einmal sitzt hier jemand. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Dein Mikrofon ist viel lauter. Wieso machst denn du bei dir immer das Mikrofon aus? Was machst du hier drüben, dass du bei dir das Mikrofon ausschalten musst? Jetzt gucke ich mir mal an, was der Robert hier eigentlich macht. Robert, auf Wiedersehen, Dings und Dongs, Peggy und Julia. Das war aber sehr interessant. Ich habe heute was dazugelernt und ich höre den Gästen sonst eigentlich nie zu. Wie kann ich denn das Bild hier einschalten? Was macht er da? Wollen wir die Plätze wechseln einfach? Ah, da ist die Carlos-Cam. Oh, der hat die schäbigsten Haare rausgebracht. Da wollten wir auch noch drüber reden. Lieber Mario Geister zu Hause. Würde ich langsam empfehlen, die Plätze zu wechseln. Der Hinzmann ich bin hier gerade drüben. Was seid ihr zwei für Vögel? Ich muss meinem Friseur noch schnell Bescheid sagen, dass ich in der nächsten Zeit vorbeikomme mit diesen Haaren und er muss was Gutes draus machen. Ich schicke ihm dann noch ein Bild. Er soll das mal noch bewerten. Der soll im Paint, soll der mit dem Schneidwerkzeug mal. Also ich sehe darüber hinaus aus wie ein Vogel, aber Carlos, komm mal weitaus weiter fliegen. Ja, Carsten, rasier dich mal. So, Sie dachten, an dem Ende wäre es hässlich. Nee, Hinzmann ist in der Carlos-Cam ist er noch viel schäbiger. Carsten. Hi. Ich grüße dich. Du hast gar nichts zu trinken. Stört dich das nicht? Nee, ich habe vor uns genügend getrunken. Okay, du hast wie ein Kamel gespeichert und gesammelt und jetzt kann's losgehen. Wir müssen im Vorfeld dazu sagen, als ich hier angefangen habe in der Rumpelkammer, dunkel, düster und mit schlechtem Ton, da kannten wir uns noch nicht. Das ist richtig, ja. Wir haben uns kurz danach kennengelernt, dass die Leute vom Retro Games alle Menschen zusammengetrommelt haben, die in Leipzig irgendwas machen, was für mich von Belang sein könnte. Leute, die auch interessant sind. Und da habe ich dich, glaube ich, als erstes kennengelernt. Okay. Und dann habe ich dich gefragt, was machst du denn? Und die Geschichte, um das jetzt noch kurz zu umreißen, es ging um Geschichten, die du schon von Kindheit an geschrieben hast, dass du praktisch begeisterter Geschichtenschreiber bist. Ja. In welcher Form auch immer. Vielleicht kannst du kurz mir und den Menschen daheim erklären, was sind das denn für Geschichten, die du davon, ich glaube 12, 13 bist du gewesen, von dem Alter an also mit 12 geschrieben hast. Mit zwölf habe ich begonnen, Gedichte zu schreiben. Okay. Und habe dann mir was dabei gedacht, welche Figuren in den Gedichten vorkommen könnten. Okay. Und habe mich dann auch vor den Spiegel gestellt, habe das zum Teil auch selber ein bisschen mit Gestik, Mimik, Körpersprache und mit meinem Wortschatz, den ich dann damals mit 12 selbst mir auch autodidaktisch beigebracht habe, auch durch viele Bücher, okay. Mich selbst auch gebildet habe, um der Sprache dann Herr zu werden, die ich gesucht habe, um die Gedichte zu schreiben. Ich habe auch gewisse Wörter gesucht, um eben halt auch die Mimik und Gestik so umzusetzen, dass es in etwa auf die Gedichte passt und habe das dann auch versucht auswendig zu lernen und dadurch habe ich unbewusst heute verstanden, dass ich mit 12 schon angefangen habe, mit Mimik, Gestik, Körpersprache mich selbst zu analysieren, ja, und mich selbst zu korrigieren. Robert, du bleibst bitte hier. Entschuldigung, der Robert haut zwischendrin ab, das, ich finde das unhöflich, weil wir hören dir jetzt zu. Okay. Dich selbst zu analysieren. Ganz genau, mich selbst zu analysieren. Ich muss kurz weg. An mir zu arbeiten und das war halt für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich halt auch von den Gefühlen gemerkt habe, was das mit mir macht, also auch schon mit 12 und das hat mich eben halt interessiert und ich wollte immer mehr davon wissen und das ging halt noch unbewusst in Psychologie, weil ich gar nicht wusste, dass was waren das für Gefühle? Oh Gott, das waren Gefühle von beginnend von Träumerei, was eher ein Zustand ist, bezüglich des Verlierens, ja, ja, zum Teil Glückseligkeit, aber auch in unwissenden Dunkelheit, auch aus Angst. Also Angst ist ein Gefühl und ich weiß, normal für die Menschen jetzt, hier in der Rumpelkammer, aber auch zu Hause. Wenn man von einem 12-, 13-Jährigen dann sowas hört, jetzt im Nachhinein, ist es normalerweise etwas, wo meine Eltern gesagt hätten, da stimmt was nicht, müssen wir da was kontrollieren. Gab es bei dir Geschwister? Ich weiß, du hattest mir mal davon erzählt, ging es denen ähnlich oder bist du da so ein bisschen dieser Ausreißer aus so einer, sagen wir mal, Norm
Aber das ist normalerweise was, wo Eltern ja darauf achten. Jetzt, der Junge liest schon wieder Bücher, jetzt eignet er sich eine Sprache an, die verstehen wir hier überhaupt nicht. Diesen ganzen Shakespeare, das wollen wir nicht, also das, was er ja hat. Nee, Shakespeare war es gar nicht. Nein, aber es war so eine eigene Sache, also um Gottes Willen, ich will die Zuschauer ja gar nicht zu etwas diktieren bezüglich Shakespeare, aber überhaupt gar nicht. Aber was haben Geschwister oder Eltern, was hat die Familie dann zu deiner Entwicklung in dieser Richtung gesagt? Die fanden das toll. Die fanden das gut? Die fanden das gut, weil ich mich auch dann mit meinem Wortschatz halt zwar langsam, weil ich mich auch selbst analysiert habe, entwickelt habe. Und ich habe dann auch so mit 15 angefangen, so kleine Geschichten zu schreiben, Kurzgeschichten für das kleine Theater, was wir in der Schule hatten. Okay. Und wir haben das zum Teil dann auch umgesetzt, wenn die Lehrer gesagt haben, hey, das ist ja ganz, ganz niedlich, das ist ganz gut, das können wir mal nutzen. Was sind das so für Inhalte in so Kindergeschichten, die du als Kind in einer kindlichen Zeit als Autor dann schon geschrieben hast? Was ist das, in welche Richtung geht das? Das war eine Abspaltung natürlich auch von Grimms Märchen manchmal, die ich gelesen habe. Wir haben hier vorne das Grimms Märchenbuch. Ja, ganz toll. Kennst du da drin alle? Nein. Kennst du nicht alle? Nein, und viele habe ich auch wieder vergessen. Ja, das stimmt, man vergisst ja. Also man kann sich das gar nicht. Erinnerst du dich an die Geschichte mit, es gibt ein Vögelchen, ein Mäuschen und eine Bratwurst, die zusammenleben? Nein. Die sagt mir gar nichts. Ich glaube, das würde mich gar nicht so interessieren. Aber das ist gerade, das ist eine von diesen verrücktesten Geschichten darin, weil die aus dieser Norm dann halt einfach auch geht. Das ist aber was anderes. Ich ging dann meistens dann schon eher so in die kleines bisschen, also unbewusst in die, ich will das jetzt nicht übertreiben, so ein bisschen, ich sag's mal überspitzt, in die philosophische Tiefe so mehr. So, also okay. So in den Grusel auch. Ne? Was die Gedichte auch so langsam hergaben, die ich aber jetzt, in dem jetzigen Alter des 37. Lebensjahr, aber auch ab 30. Lebensjahr, abgeändert habe. Also die gibt es schon gar nicht mehr. Ne? Die sind verändert worden, die Geschichten und die Gedichte. Also vor allem die Gedichte. Also gibt es die Urform, die kindliche Urform, die gibt es gar die nicht mehr. Die gibt es gar nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Habe ich verändert. Wolltest du sie bewusst dann auch nicht mehr in der Urform noch behalten und die nur abwandeln und die sind in noch zwei im Kopf, Versionen? Die sind noch im Kopf da, in etwa, aber die sind mittlerweile auch, verdrängt, vergessen einfach, weil sie nicht mehr den Anspruch widerlegt haben, den ich mir mit heute, in der heutigen Zeit noch antun würde, dieser Form. Ganz vorsichtig gesagt, Bleiben wir nochmal bei der Kindheit. Du hast dann also angefangen, wirklich dich selber zu analysieren, die Sprache, die du dafür nutzen wolltest, selbst dir anzueignen und die weiterzuentwickeln, dass du auf einen Stand kommst, den du selber dann auch für richtig gehalten hast, das selbst verfolgt. Was sind dann so deine Hilfsmittel gewesen? Was hast du dafür zu Rate gezogen? Was ist es an Literatur? Was hast du außerhalb von dem, was du selbst geschrieben hast, verfolgt? Ich habe jetzt gar nicht diese Bücher jetzt im Kopf als Verlag oder so. Ich habe einfach nur Bücher gegriffen, die mich interessiert haben. Wenn ich nach einem Wort gesucht habe, zum Beispiel Fremdwörterbücher oder so ganz ausgefeilte Wörter oder so, die ich das aber jetzt nicht im Kopf habe, die ich gelesen habe, wo ich mir dachte, ey, das können die Geschichte rein und dieses Gedicht so, das hebt es irgendwie ab, das macht es interessant. Ich wollte es auch nicht so viel damit vollbomben, ne? Das ist ja auch, also ich wollte das nicht so viel, ich wollte diese Fremdwörter damit nicht, mit dem Gedicht nicht voll, also nicht so viel hineininterpretieren und nicht so viel hineinschreiben, weil sonst dieses gewisse Etwas des Wortes nicht zum Vorschein kommt, neben dem einfachen Wortschatz, der aber auch da sein sollte, damit derjenige, der das liest, eben halt auch ganz einfach versteht. Und ich habe mir gedacht, auf Dauer, das doch so einfach wie möglich zu schreiben, aber trotzdem auch mal mit einem Wort. Ist ja die Frage, für wen das gedacht war. Wer war das Publikum zu dieser Zeit dann? Das Publikum waren meistens meine große Familie, meine Großeltern, meine Eltern, meine Schwester, auch Freunde. Später dann auch fremde Gäste, zum Beispiel bei Geburtstagsfeiern, wo dann auch fremde Gäste mit dabei waren, habe ich dann die Gedichte vorgetragen.
über die ich vom Spiegel schon. Aber es war nicht wirklich, wir müssen jetzt nochmal sagen, es waren nicht wirklich fremde Gäste, es waren schon Leute, die irgendwie mit der Familie verbandelt waren. Es ist nicht so, dass bei euch dann zur Geburtstagsfeier plötzlich fremde Leute gekommen sind und gesagt haben, wir essen jetzt hier mit. Nein. Also Menschen, die nicht zum inneren Kreis der Familie gehören, also Freunde, Bekannte der Eltern, Großeltern etc. Nein. Es waren wirklich schon auch Gäste, so wie hier im Raum, die ich nicht kannte und die auch nicht zur Familie und auch nicht zum Bekanntenkreis gehört haben. Weil, solche Geburtstagsfeiern hatten wir zu Hause. Wie kommt das? Also, das finde ich jetzt spannend. Ja, das ist ja, weil wir auch manchmal essen gegangen sind. Ne? Ach so, wir sind ihr halt, seid auch. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir schreiben die Geschichte nochmal neu oder nach Jahren um. Wenn wir die Geschichte jetzt nach Jahren nochmal umschreiben, würden wir das jetzt so schreiben, damit wir das jetzt besser verstehen, dass es war wie hier in der Rumpelkammer und es waren Fremde. Und die haben dann auch, also du hast dann wirklich vor anderen Leuten, in welchem Alter warst du denn so, dass du so offensiv. 15, dann langsam habe ich angefangen. Aber da haben doch mit 15 die Jungs in deinem Alter, in deiner Schulklasse etc. sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich habe ein Moped, ich repariere das Moped. Und du hast geschrieben, ist man dann nicht bei diesen grausamen Jugendlichen damals wie heute eigentlich sofort unten durch und wird beschimpft? Oh ja. Das ist passiert. Weil das kann ich mir sehr bitter vorstellen. Also jetzt in der Klasse selbst nicht, da wurde ich eher geehrt. Ja. Auch als in Lesefesten habe ich sehr oft teilgenommen, weil die wollten unbedingt, dass ich lese, weil ich das immer so schön betone und mich da reinversetzen kann in die Charaktere. Unbewusst natürlich, ich wusste das damals nicht, dass ich das so gut konnte. Ja. Also ich habe das bloß gemerkt, dass ich das halt kann. Aber ich habe nicht begriffen, dass ich es kann mit 15. Ja. Also ich habe nicht verstanden, was das heute für einen Auslöser hat. Ja. Und heute habe ich das halt verstanden, wie weit ich mich jetzt damit entwickeln kann. Mhm. Ja. Und ich natürlich auch an meine Grenzen komme, natürlich, aber ich versuche sie zu erweitern. Und da gibt es so Momente, da versuche ich mich natürlich auch manchmal ein wenig auszublenden, gehe spazieren oder spiele auch mal Strategiespiele, um einfach mal von diesen Gedanken wegzukommen. Oder spiele Schlagzeug. Habe auch schon mehrere Bands gegründet, also nicht nur alleine ich, sondern auch mit anderen Leuten zusammen. Hat aber leider nicht ganz so funktioniert. Es kommt immer ganz darauf an, wie die Leute drauf sind. Sie meinten immer selbst, wir kommen rum und spielen mal mit dir und so. Das hat sich zwar immer so ein bisschen ergeben, aber die Konstellation hat nie gepasst. Das kenne ich, ich habe das als Kind auch so. Die Leute haben immer zu mir gesagt, und heute Nachmittag nach der Schule kommen wir zu dir vorbei und wir spielen mit dir. Kam niemand. Ich habe an der Tür, habe ich gewartet, habe durch den Briefschlitz, habe ich geguckt, es kam niemand. Da wurdest du immer so versetzt. Und meine Eltern haben dann einen Briefschlitz zugeklebt und haben gesagt, Schlüssel. Irgendwann hast du deinen eigenen Proberaum gehabt, aber das ist halt auch sehr schwierig, wenn du einen kleinen Proberaum hast, in dem dann die Schallwellen eben halt an die Wellen, die Schallwellen an die glatten und kalten Wände, Kellerwände prallen, also abprallen und gebrochen werden und dann wieder halt zurück in den Raum geworfen werden. Und das ist halt dann auch als Beckenschlag, wenn du mehrere Beckenschläge machst, klingt das so gräschig und so klatschig und ekelhaft, das ist ekelhafter Ton. Du machst dir, das finde ich sehr, sehr lobenswert, ich kenne das in bestimmten Bereichen von mir auch, kenne das auch von meiner kleinen Tochter. Du machst dir in bestimmten Bereichen sehr, sehr viele Gedanken um Dinge, die andere Leute einfach komplett übersehen. Dir muss doch vorhin das Herz zerbrochen sein, als der Robot hier diese Technik umgeworfen hat. Das war doch chaotisch. Das ging nicht los, dann waren wir schon hier 10 Minuten über der Zeit und der Robot schmeißt dann noch dieses Ding komplett runter. Selbst ich, der das bezahlt hat, stimmt nicht, meine Frau würde zu Hause sagen, nein. Welche Rechnung war das? Ich weiß ganz genau. Das musst du doch, wenn das dann so hektisch hier wird. Ich weiß auch, dass es dir im Herz blutet, wenn ich dich unterbreche oder einschneide, weil ich zu dem eine Frage habe und mich das wahnsinnig interessiert. Aber eigentlich bist du ein Typ, der das bis zu Ende bringen würde und du würdest auch, glaube ich, deinen ganz eigenen Weg finden von nur einer Frage komplett wieder zu dem, was du, und du kommst auch wieder zurück. Ja. Das muss dich doch hier wahnsinnig fuchsig, sage ich jetzt mal, machen, wenn ich hier irgendwie in einen Kreis gehe und der wird zu einem Viereck und zu einem Dreieck und zum Schluss bin ich irgendwie irgendwo anders und habe den Namen der Leute vergessen. Das hier ist Carsten. Ich glaube, da bin ich in der Lage, dich wieder da auf den Weg zurückzubringen. Da ergänzen wir uns da gehen gut. Da gebe ich dir die Hand. Und dann gehen wir zurück da wieder hin, wo wir bald eigentlich auch hin wollen. Das ist gut. Ab nächste Woche, pass mal auf, mal leiser, ab nächste Woche ist da hinten, wo der Vorhol sitzt, ist da nämlich so Platz frei. Den müssen wir nämlich rausschmeißen. Die Mädels fanden ihn nicht gut, der kam überhaupt nicht gut an. Den müssen wir mal weg. Und da ist der hört nicht, weiß er nicht zuhört. Jetzt weiß er gar nicht, was über ihn gesprochen wurde. Oh, er hat das Mikrofon genommen. Wir lassen ihm kurz die. Ich habe alles gehört. Also ich glaube so, also wenn das so weitergeht, dann wirst du in den nächsten 5 Minuten ihn noch einen Heiratsantrag machen. War ein Scherz. Wirklich? Machen wir das? Ich bin schon verheiratet. Das wird schwierig. Oh ja. Jetzt habe ich was gesagt. Also müsste ich mich jetzt erst von meiner Frau scheiden lassen. Das machen wir über die nächsten Wochen, wird das hier durchgespielt, damit ich dann endlich Robert heiraten kann, was ich in Deutschland aber nicht wirklich bis zu Ende gehen kann.
Ja, okay. wir kriegen eine eingetragene Lebenspartnerschaft vielleicht hin, aber ja, Robert, besser wird's vielleicht nicht. Die Frauen hier sind gegangen, sie sind weder wegen mir, noch dir, noch Carsten hier geblieben. Vielleicht, wir gucken mal, die sind hinten an der Bar, sind die versagt, bei Matthias. Ich glaube, die hatten ganz andere Interessen. Ja, Kleider, alte Kleider, unsere Kleider waren nicht alt genug, aber das haben sie gut gemacht. Ich habe keine Einwände, jeder hat seine Meinung geäußert und er hat seine Präsentation an den Tag gelegt und hat seine Fragen beantwortet. Genau. Und zurück, hat seinen Standpunkt klar gekriegt. Zurück zu dir. Mhm. Robert, was ist denn los? Du bist heute so unruhig. Robert sucht schon wieder was. Was ist denn heute mit dem Robert los? Das ist, weil der Frühling kommt. Der ist wie so ein Hund. Ah. Der rennt in der Bude, rennt der Robert total wild rum und das knabbert die Tapete an. Das sind die wilden Frühlingsgefühle. Ich bin Carlos. Mhm. Robert, der im Internet Carlos heißt. Ja. Weil es jetzt im Internet spielt, verdammt. Aber in der Real. Er mag das auch nicht, wenn ich ihn Robert nenne. Also nenn mich doch bitte Carlos. Das klingt wahrscheinlich irgendwie heiser. Das hat er hier jetzt zum allerersten Mal gesagt. Ich weiß es nicht. Meinst du, dass er das wirklich so bei den... Ich empfinde das so. Also ich denke, ja, durch die Empfindung denke ich das. Dass das was ist, was bei den Frauen dann besser ankommt? Möglich. Aber das klingt wahrscheinlich ein bisschen bösartig. Das muss ein anderer Aufbau sein. Da kannst du halt nicht so dastehen und sagen, ich bin der Robert, sondern du musst sagen, Carlos. Ja, ich bin Carlos. Ja. Carlos Zeder. Ja. Ich mache Kamera hier und bei Hinzmann bin ich auch manchmal live, aber da habe ich das Mischpult umgeschmissen, redet man nicht drüber. Das war der Robert. Ja. Der sieht aus wie ich, aber zurück zu dir. Ja. Ich habe ein paar eigenartige Interessen. Im Laufe des Lebens immer schon mal wieder entwickelt und dann wieder verworfen. Okay. Also Dinge, wo ich in der Gesellschaft meiner Klassenkameraden nicht immer der Beliebteste war. Mhm. Für einen 15-Jährigen, der so viel Zeit da noch investiert, sich in diesem Feld weiterzuentwickeln, wie du das getan hast, du fällst doch dann aus einer ganzen Menge aus Aktivitäten von normalen Menschen, Kindern raus. Du bist bei vielen Aktivitäten einfach nicht dabei. Vor allem, weil du auch den Anschluss nicht mehr kriegst, weil du musst da Zeit investieren. Wie meinst du das? Also bezüglich jetzt... Du musst zu Hause sitzen, du musst dich mit der Materie beschäftigen, du musst deine Gedichte schreiben, du musst sie verbessern, du machst das nicht nebenher. Jetzt würde ich gerne wissen, die Frage, was beziehst du das? Also aus was soll ich denn rausfallen? Na, aus den Dingen, die so Kinder in dem Alter von 15 Jahren machen. Heimlich hinter der Mauer rauchen, irgendwelche Katzen mit Steinen bewerfen, Dinge, die halt die Kids damals gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Aber ich war auch nicht dabei. Finde ich... Also ich habe da, also das ist für mich keine... Ich habe auch kein Interesse, Katzen mit Steinen zu bewerfen, weder damals noch heute. Ich habe eine tote Katze habe ich mal mit dem Stein beworfen. Das fand ich spannend. Ich halte das für völligen, sorry, wenn ich es so sage, aber ich halte es für einen Blödsinn. Ja, naja, das ist aber, du bist aus einer ganzen Reihe von Aktivitäten dann halt auch rausgefallen. Wo es dann, wenn man wieder bei was dabei ist, einem das schwerer macht, wieder Anschluss zu finden. Wenn man einfach vorher nicht... Ich brauchte den Anschluss nicht. Ich habe dort einen Anschluss gefunden, dort, wo letztendlich die Leute saßen, die mit mir die Interesse umgesetzt haben. Also, okay, also es gab dann wirklich in deiner Altersklasse auch Leute, die dann mit dir... Später. Die das, sicherlich. Wann kam das so im Leben, dass du wirklich dann Gleichgesinnte gefunden hast? Mit 20 so. Okay. Ging das so los, 20, 25 auch mit der Musik. Ja. Mit 20 bin ich übrigens in die Kampfkunst Wing Chun gegangen, weil ich auch da mich körperlich weiterentwickeln wollte und nicht nur geistig, bezüglich meines Wortschatzes. Und es war für mich ganz wichtig eben halt auch... das begann ja, warum bin ich in die Kampfkunst gegangen? Also die Interesse lag ja auch an den Kampfszenen. Ich habe ja mit 15 oder so ungefähr 15, 18, so mit der Zeit. Das war ein volles Jahr mit 15 bei dir. Da fällt alles drauf. Das war wirklich, da hast du etwa, was gut, etwa, gut zu tun gehabt. Ja, zwischen 15 und 18. Okay, wir gehen mal einen Schritt weiter. Kampfkunst, ja? Habe ich den Film Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme gesehen. Und das hat mich so begeistert, dass ich aber nicht nur Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme gesehen habe, sondern eben halt auch Bruce Lee. Okay. Und Bruce Lee hat ja philosophisch das Jeet Kune Do eingesetzt in die deutsche Sprache, wenn man es verstehen, also wenn man es jetzt philosophisch auch verstehen will, der Weg der eingreifenden Faust. Ja. Und damit habe ich mich auch beschäftigt. Und er hat seine eigene Kampfkunst beschrieben, entwickelt und hat es den Menschen beigebracht. Okay. Und da dachte ich mir so, wow, das ist definitiv mein Vorbild in der Kampfkunst. Okay. Und deswegen wollte ich Wing Chun lernen, denn er hat mit 5 Jahren hat er begonnen, mit Wing Chun zu trainieren und hat seinen Meister Yip Man gefunden, der ihn dann wirklich von Kindheit an bis zum seinen 30. Lebensalter trainiert hat. Okay. Wobei er auch dann selber sich entwickeln konnte. Er ist dann auch Schauspieler gewesen
wobei ich dann halt doch ein bisschen in Trauer lag, dass er dann gestorben ist, wahrscheinlich an einem Hirnriss. Ja. Und dann ist er einfach dann im Bett verstorben. Und den letzten Film, den er rausgebracht hatte, war Der Mann mit der Todeskralle. Ich glaube, der heißt auf Englisch Enter the Dragon. Okay. Und ich habe mir den Film mehrfach angeguckt. Und okay. Ich wollte aber auch viele Sachen in Zeitlupe angeschaut, wie der schlägt, wie er sich bewegt. Und es war schon zur damaligen Zeit auf der VHS? So wirklich mit der Stopptaste, Einzelbild für Ja, zum Teil. Echt? Ja. Und da wollte ich, habe ich das manchmal nachgemacht und dann dachte ich mir, macht er das auch eigentlich? Einzelbild für Einzelbild nachgemacht? Ja, zum Teil. Echt? Zum Teil. Hm? Und dann wollte ich das unbedingt ausrechnen, wie lange das für eine Bewegung dauert. Aber nein. Ich wollte wissen, welche Bewegung da ausgelöst wird, was das auch mit mir macht in dem Moment. Ne? Also es war wieder so ein Körpergefühl, so ein Zustand. Ja, wie Energie verbrauche ich, wenn ich diesen Schlag ausführe? Welche Geschwindigkeit lege ich dabei an? Jetzt, ohne jetzt physikalisch das zu berechnen, sondern nur vom Gefühl her. Was denke ich mir dabei? So, ne? Was passiert da? Kann ich damit nachvollziehen, verletzen? Auch, ne? Nachvollziehen, was Person X sich dann gedacht hat? Sich ähnlich zu fühlen oder das nachzuhören. Weil ich, wenn man so einen Film sieht, egal wer da nun dahinter steht, aber bei Filmen denke ich mir immer, egal wie gut das gemacht ist, egal wie realistisch oder wie echt das ist oder wie der Hintergrund ist, gerade was du mit der Lebensgeschichte dann noch eben vorgetragen hast. Ja. Ich glaube halt beim Film ist es so, der macht halt seinen Move, weil zum Schluss, Katsching, da geht die Registrierkasse an, dann kriegt er seine Kohle ausbezahlt, oder? Mhm. Und dann hat man das Gefühl, dass das eine unehrliche Sache ist. Mhm. So wie bei Hinzmann Live. Nee, gar nicht. Wirklich nicht? Also nein. Also wenn du das auf Bruce Lee jetzt beziehst, diese Aussage, halte ich das für sehr schwierig. Die heutigen Kampfszenen, oder beziehungsweise, nicht die heutigen Kampfszenen, ich muss zurück. Geh zurück. Ich komme nicht. Nach dem Tod von Bruce Lee, so habe ich das zumindest empfunden, okay, sind die Kampfszenen nicht mehr so in die Aktivität hinein, bis zur Grenze der Realität umgesetzt worden, die fand ich an den Haaren herbeigezogen und ich konnte mir das nicht mehr wirklich antun, bis dann eben halt Jackie Chan dann langsam auf den Plan trat, dann auch Jet Li, Tony Jaa, die dann wieder für die gewisse Action sorgten, wo man halt wieder gemerkt hat, die sind da voll drin und die Kampfszenen sehen ziemlich stabil aus. Die verstehen, was sie machen. Ganz genau, die verstehen was davon. Und Bruce Lee hat auch was davon verstanden. Und ich wollte halt gerne jemanden haben, unter anderem auch Chigler Van Damme, der sich damit beschäftigt hat, wollte ich gern jemanden im Film haben, der das kann, der das umsetzen kann. Ne? Es gibt natürlich auch noch andere Kampfkünstler, wie zum Beispiel Steven Seagal, der hat Aikido gelernt und kämpft aber auch im Film Wing Chun. Ja. Müssen Sie die Zuschauer, wenn Sie mal wollen, sich da mal ein paar Seiten von Wing Chun und Aikido anschauen. Chuck Norris nicht vergessen. Und Chuck Norris natürlich. Chuck Norris. Ach, der Filmkenner. Bruce Lee hat gesagt, das ist der beste Kämpfer, gegen den er jemals gekämpft hat. Das ist korrekt. Der hat, oh Gott, in welchem Film war das? Kann ja, jetzt könnte Robert natürlich einschneiden, aber da reicht es schon wieder nicht mehr. Ist bei den 3000 DVDs nicht dabei. Doch, habe ich. Es gibt ganz viele Mädchenfilme. Ich habe da ganz viele Mädchenfilme beim Robert zu Hause gesehen. Alle Mädchen zu Hause. Es gibt aber keinen einzigen Disney-Film. Es gibt keinen Disney-Film. Stille im Raum. Alle Leute haben geschaut, wer du bist. Alle total geschockt. Du hast ja auch manche Disney-Filme überhaupt nicht gesehen. Du hast ja viele von Die Schöne und das Biest. Habe ich gesehen. Jetzt im IMAX-Kino gesehen. Das hast du jetzt angeguckt. Jetzt in den letzten zwei Wochen, die wir uns da nicht gesehen haben, hast du das angeguckt. Weil auf einmal alle Leute davon reden, oh ja, Die Schöne und das Biest, das war so ein Film vor 20 Jahren, den könnt ihr ja mal sehen. Ja, ich meine jetzt in den Neuen. Ach, du bist in den Neuen gegangen. Aber was hast du noch nicht gesehen? Schöne und das Biest hast du nicht gesehen? Der König der Löwen. Wie wurdest denn du darauf vorbereitet, dass deine Großeltern sterben? Da wird sofort der König der Löwen wird rausgeholt und da wird gesagt, pass mal auf, es ist was passiert, mein Junge, aber wir gucken erst mal einen Film. Hier hast du Popcorn. Ach ja, die Oma ist tot. Ist das jetzt ein Spoiler? Bitte? Ist das ein Spoiler? Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Du weißt doch, worum es beim König der Löwen geht. Nein. Es geht um Löwen. Das sind große Katzen. Weißt du, was Löwen sind? Pass auf, wir fangen von vorne an. In Afrika. Ja? Ich mal dir das mal. Ich habe hier eine Tafel. Ich habe eine Tafel, ich kann dir das aufmalen. Sieht man die Tafel hier? Ja. Wofür habe ich die Tafel mitgebracht? Ich bringe die jede Woche seit dem 16. Januar, habe ich das denn immer, wenn ich hier bin. Um was ganz Besonderes festzuhalten, möglicherweise. Ja, aber ich weiß nicht was. Weil es gab bisher noch nie was ganz Besonderes hier in dieser Sendung. Dann muss ich eben halt außer etwas dich, Besonderes außer sagen. Außer dich, Carsten. Aber wir könnten. Hat jemand Klebeband?
Wir könnten ein Stück von Carstens Bart hier dran kleben. Carsten, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben über Filme gesprochen, über Kampf, ganz Kunst genau. haben wir und gesprochen. Der letzte Satz war von Robert, dass Bruce Lee einen Gegner auch als Meister gefunden hat, bezüglich Chuck Norris, der beste Gegner in diesem Film war, der mir immer noch nicht eingefallen ist. Schade. Da hast du deinen Gegner gefunden. Ja. Die Erinnerung. Die Erinnerung. Geht dir das in anderen Bereichen denn auch so? Wenn du sagst, du kannst dir das nicht angucken, wenn die Leute nichts von Kampfkunst verstehen und du schaust dir diese Filme an und die machen da irgendwas, Power Rangers, etc. Geht dir das in anderen Bereichen auch so, dass du sagst, wenn ich Ahnung davon habe, stell dir vor, du wärst jetzt Arzt und du siehst jetzt eine Serie, Grey's Anatomy, jetzt holen wir wieder die Mädels für den Robert ran, und du siehst, dass die Leute da mit dem Messer einfach nur irgendwas machen. Ja, schneiden sie hier durch. Absaugen. Und die können das nicht. Ärgert dich das? Muss das immer für dich sehr realistisch sein? Muss das so einen Doku-Charakter haben? Es gibt so Momente, in denen ich einfach auch selber empfinde, dass der Film seinen eigenen Charakter hat. Ja. Das akzeptiere ich. Der Film will einfach so sein, weil man es eben halt wahrscheinlich mehr an die Lächerlichkeit zieht, indem man das nicht so ernst betrachten sollte. Und dann lacht man halt drüber und dann ist das auch okay. Ja, okay, das ist aber ein himmelweiter Unterschied. Jetzt bist du ja in einer ganz anderen Sparte, sondern es geht ja wirklich um realistisch gedachte Sachen, wo sich einfach nur die Menschen im Hintergrund... Aber das ist jetzt die Antwort, die du hören wolltest, denke ich. Das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte. Die Antwort, die ich hören wollte, war deine ehrliche Meinung zu... Ich habe jetzt nur kein passendes Beispiel, aber du verstehst ja, was ich meine. Ja, ja. Du siehst etwas... Aber du willst jetzt wahrscheinlich hören, dass ich sage... Wie sehr stören dich dann andere Kleinigkeiten? Unlogische Dinge in Filmen, Anschlussfehler... Das kommt immer ganz darauf an, wie man das Drehbuch schreibt und wie man das umsetzt letztendlich. Anschlussfehler im fertigen Film. Du sitzt da und musst du den Film rausnehmen, auf den Rechner ziehen, musst du den umschneiden, dass es wieder passt. Weil das für dich sonst was, es könnte ja ein Film gefallen, der gefällt dir bis Minute 45, du findest das gut, wie die Menschen spielen, wie die Charaktere ausgearbeitet sind. Auf einmal passiert etwas, das passt deinem Empfinden nach nicht zur handelnden Person. Was passiert jetzt mit dir? Das muss es schon gegeben haben, weil du bist so feinfühlig, dass du sowas sicherlich, das geht mir permanent so. Mhm. Ja, es ist schon zum Teil so, dass ich dann tatsächlich dann wegschalte. Einfach. Ja. Dass du wirklich dann sagst, ich habe das jetzt, wir haben das in der Kindersendung jetzt erst wieder verfolgt. Kann schon sein, dass ich dann wegschalte. Wobei ich da relativ aufgeschlossen bin und das mittlerweile akzeptiere. Früher war das dann so, dass ich ja wirklich weggeschalten habe. Du spielst also ja auch in Filmen du bist involviert mit Sachen von Stefan Taubert. Nein. Bist du nicht? Nein. Jeder Mensch in ganz Leipzig, außer ich, ist involviert mit Sachen von... Robert zum Beispiel ist regelmäßiger Gast bei allen Veranstaltungen von Stefan Taubert. Und zwischenzeitlich wurde ausgeladen. Das ist eine totale Lüge. Du wurdest ausgeladen, weil du kritisiert hast. Du hast den Realismus hattest du kritisiert. Nee, was hast du gemacht? Ich habe nur gesagt, ich weiß nicht, warum. Du hast gesagt, er hat eine Szene aus einem anderen Film gestohlen. James Bond. Ja, ich will auch gar nicht zu Stefan Taubert zurückgreifen. Genau, er hat ja seine eigenen Ideen und die setzt er um und er will, dass die Filme so sind. Carsten hat schon mal eine Kampfszene gehabt. Das glaube ich nicht, dass er will, dass die Filme so sind. Er muss doch selber wissen, was er macht. Dein Empfinden davon zum Beispiel, das ist ein konkretes Beispiel, dein Empfinden davon, wie ein Film ist, am Beispiel Stefan Taubert, du musst da jetzt auch nicht drauf eingehen, du empfindest das so, du hast aber eine ganz andere Empfindung. Glaubst du, dass dein Gefühl davon, was er möchte, mit dem übereinstimmt, was er denkt, was er tut? Was du siehst, denkst du, das ist das Gleiche, was Stefan Taubert sieht? Wir tun so, als wenn dieses Stück hier nie passiert... Wer ist eigentlich Stefan Taubert? Ich muss darüber nachdenken, weil das nicht so einfach ist. Es ist auch eine psychologische und auch philosophische Frage, also so tiefgründig. Jede Woche wird hier besprochen und du bist bisher der beste Gast, der am aussagekräftigsten darüber sprechen könnte. Da ich Stefan nicht so gut kenne, wäre es wahrscheinlich möglicherweise schwierig, da eine direkte und passende Aussage zu treffen. Er hat seine Vorstellungen, die er in seinen Geschichten schreibt. Ich denke mal, er ist da auch möglicherweise von den Ideen, die er hat und die er dann versucht, in seinem Wortschatz umzusetzen, was er sicherlich auch ganz gut macht. Ich habe seine Drehbücher noch nicht gelesen. Okay, aber du schaust seine Filme noch oder hast du irgendwann auch... Nein, dann lassen wir das Thema. Nein. Wenn wir beide uns die Filme jetzt in den letzten Jahren nicht mehr... Ich bin mit Robert noch verabredet dazu, den letzten Film zu... Wie gesagt, ich kenne seine Filme kaum und... Ich habe mal einen Film gesehen, aber es ist ja auch schwer umsetzbar in dieser Form, auch als Langfilm. Also ich denke mal, man sollte auch mit Kurzfilmen beginnen, so wie wir bei Reck & Cut zum Beispiel. Also es ist für mich empfehlenswert, auch für andere empfehlenswert, um sich weiterzuentwickeln. Aber ich kritisiere ungern jemanden, weil
weil jeder eben halt irgendwo anfängt. Ja, und da braucht seine Zeit, um sich selbst zu analysieren, sich selbst zu aktualisieren, an sich zu arbeiten und immer wieder diesen Aha-Effekt irgendwann mal zu erleben und sagen, oh, ja, okay, ich habe mich da heute mal doch weiterentwickelt oder ich bin da stehen geblieben, lauf da im Kreis oder will den Kreis durchbrechen, aber krieg's auch irgendwelchen Gründen nicht hin, weil ich mir selbst im Weg stehe. Das kann schon mal vorkommen, ja. Du weißt schon, dass du einer bist, der diesen Wunsch hat, dass aber 95% der Menschen, die ähnliche Dinge wie du verfolgen, aus ganz anderen Gründen diesen Willen gar nicht haben, weil sie das gar nicht sehen oder nicht sehen wollen. Diese Weiterentwicklung, diesen Wunsch, sich weiterzuentwickeln, das so zu analysieren. Ich halte deine Aussage für ziemlich gefährlich. Also es gibt einige in meinem Freundeskreis, die ähnlich denken wie ich, mit denen ich tiefgründig darüber rede und die ebenfalls diesen selben Willen haben. Und ich denke, es gibt auch langsam unter den Menschen, wenn es auch noch eine Minderheit ist, an sich zu arbeiten und umzudenken. Also ich denke mal, auch da, wenn ich da jetzt mal ganz, ganz kurz mal in die Politik gehen möchte, das ist jetzt ein kleiner Sprung, wobei der relativ groß ist. Du kommst aber doch wieder zurück. Ich komme zurück. Es ist bezüglich der Digitalisierung. Vieles spielt sich ja im Internet ab. Ja. Vieles kann ein Programm, jemand kann ein Programm runterladen, es kostet nichts mehr, das Video, das Foto, es hat irgendwo keinen Wert mehr. Ja. So, dann fühlt man sich plötzlich irgendwo nicht mehr so richtig als Wert insofern gezeichnet, weil man nicht mehr von den anderen als Gegenleistung betrachtet wird, nur noch einen Handschlag bekommt und sagt, ja, hast du gut gemacht und das war's. Aber man sieht die tatsächliche Leistung dahinter nicht. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass eben halt auch die heutigen Menschen, die eben halt auch jahrelang gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, bis zu 50 Jahre oder länger, heute keine Rente in dieser Form erhalten, weil es die Wirtschaft in dieser Form einfach nicht mehr hergibt. Ja. Bezüglich dessen müssen wir halt auch betrachten, dass die Menschen sich dann irgendwo auch als wertlos sehen. Mhm. Viele geraten deshalb in Depressivität, weil sie dann plötzlich auch in Hartz IV hinunterfallen. Durch die Depression werden sie ausgeschlossen. Ja. Sie versuchen an sich zu arbeiten. Und da kommt jetzt der Punkt. Sie arbeiten an sich. Und das sind bis zu, ich würde mal sagen, fast über 50, weiter über 50%, dass Menschen an sich arbeiten, weil sie in Depression geraten, weil sie in diesem Hamsterrad, sie sind in dem Hamsterrad gefangen. Ja, also da kommt ein Arbeitgeber und sagt, ich gebe dir Arbeit. Ja? Ja. Und dann bist du in dem Hamsterrad gefangen und musst Licht bringen. Ja. Und wenn du nicht genügend Licht bringst, dann wird auf das Hamsterrad geschlagen. Ja. Und diese Schallenwellen dringen in dein Ohr und dann platzt dein Gehirn. Ja. Ja? So ungefähr. Ja? Du wirst immer draufgeschlagen, ja, jetzt lauf mal schneller, du Arsch, sonst kriege ich meine Kunden nicht. Und der Konzern da drüben hat Maschinen, der braucht, Maschinen können bis zu 24 Stunden arbeiten. Aber die brauchen Die brauchen keinen Urlaub, die brauchen kein Frühstück, Mittag, Abendbrot. Die werden nie krank, die sind nicht depressiv, die fallen auch niemals unter dieser Depressionsphase bezüglich dessen, dass sie sich dann therapieren lassen müssen. Und sie werden auch niemals rebellieren gegen den Arbeitgeber. Und somit produziert letztendlich der Konzern, wenn er sich die Maschinen leisten kann, wesentlich mehr als der kleine Betrieb. Ja. Dadurch beginnt es wieder, dass die Menschen auf die Straße gesetzt werden, weil dieser kleine Betrieb letztendlich von 10, 20 oder 30 oder 50 Mitarbeitern, der aber auch wiederum den Staat so bis zu 80 oder 90% finanziert, auf den der Staat aber nicht schaut. Ja. Und dadurch beginnt wieder der Punkt, dass die Menschen wertlos werden. Und dann fangen sie wieder an sich zu arbeiten, um etwas Neues für sich zu entdecken, um wieder glücklich zu werden. Okay. Und deswegen halte ich die Aussage für dich sehr gefährlich. Ja, aber der Punkt, an dem wir jetzt waren, woran erkennt, du bist jetzt weit weg von diesen Themen, über die wir zuerst gesprochen haben, eingangs. Du bist in deinem Bereich, dich weiterzuentwickeln auf deiner Ebene, das kannst du auf jeden Menschen übertragen. Wenn du das aber einfach nur so verallgemeinert jetzt hier in den Raum stellst, du hast dein Hamsterrad, du hast die Menschen in egal welchem Betrieb, Verallgemeinern, weil ich bin ja nicht gleich, ich glaube, ich bin schon konkreter geworden bezüglich deiner Aussage der 95%.
Ja, die hast du aber noch beim aufs Hamsterrad draufschlagen. Ich finde das nicht als persönlich angestrebte Verbesserung der eigenen Situation. Oh, ich möchte heute was machen, ich möchte an mir arbeiten. Bitte schlagt auf mein Hamsterrad, damit ich schneller laufe. Die wollen ja weg davon. Die fallen einfach um, das Draht dreht sich weiter und dann kommen die raus. Dann kommen die wieder rein und denken, oh, jetzt geht's mir besser. Ja, klar, ich gehe wieder in mein Hamsterrad. Durch die Therapie möglicherweise, indem sie die Gesellschaft wieder zurückgeworfen werden. Ja, aber dennoch sich dagegen wehren. Also auch am Widerstand kann man wachsen und dadurch fangen sie an sich zu arbeiten. Weil sie merken, dass das so nicht weitergehen kann, weil sie zerbrechen daran. Ja, aber das ist praktisch das Prinzip. Mhm. Ich packe jetzt meinen Fuß hier drauf und dann sage ich dir, ich kann den bis zu einem gewissen Grad, es sieht jetzt ganz armselig aus, bis zu einem gewissen Grad hier biegen. Und es wird weitergemacht und es wird weitergemacht. Entschuldige, falls das jetzt... Bis er bricht. Ja. Dass der irgendwann sagt, jetzt ist Schluss und es macht Knack. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich was, das ich versucht habe über meinen eigenen... Da wird was mit mir gemacht. Ja. Die Leute machen mit, aber viele von denen machen einfach wirklich nur mit, gehen kaputt, gehen wieder rein nach einer Aufpäpplungsphase. Ja. Ich glaube nicht, dass diese, wie viel Prozent sagtest du jetzt, das Interesse haben, sich denn da irgendwie rauszuwinden oder nach Möglichkeiten suchen? Nach Empfindungen in etwa, ich weiß nicht. Ein viertes Bier am Abend bei vielen ist leider so, ist jetzt nicht der Versuch, aus diesem Kreislauf zu entfliehen. Und nein, Menschen, ist eine Prozentzahl in der Höhe, die du nennen kannst. Naja, das Abschalten. Das rechnet sich ja daraus bezüglich derjenigen, die das halt können und die es halt nicht können. Ja. Die Familie haben, die müssen arbeiten gehen, weil sie ihre Familie ernähren müssen. Ja. Und auch diejenigen, die eben halt, sage ich mal, mehr verdienen wollen, also die eben halt noch arbeiten gehen wollen, die eben halt immer noch diesen, sagen, ich bin stark genug, um diesen Druck, diesen Leistungsdruck standzuhalten, dass der Arbeitgeber halt noch mehr von mir verlangt, weil eben halt der Personalmangel in den Betrieben sehr hoch ist. Ja, dass du eben halt für 2-3 Arbeitnehmer gleichzeitig arbeiten musst. Ja. In der kürzesten Zeit. Das ist schwierig. Das gibt es. Ja, aber natürlich. Das ist ein... Das meine ich halt auch damit. Es gibt viele, die das machen müssen. Aber viele gehen eben halt auch. Ja. Das habe ich festgestellt. Also viele gehen. Viele machen das und versuchen sich auf diese... Aber das ist etwas, du bist in diesem Strom drin und du musst praktisch weiter strampeln, sonst gehst du unter. Ja. Und das, finde ich, ist eine ganz andere Ebene, als wenn du wirklich versuchst, persönlich... an den Dingen zu arbeiten, wo du weißt, hier hast du noch Kapazitäten, hier kannst du dich weiterentwickeln. Aber wenn die Gesellschaft nicht von dir verlangt, dass du dich sprachlich weiterentwickelst, dass du bessere Gedichte, bessere Geschichten schreibst, dass du dich mehr in Charaktere, die du beschreibst, hineinversetzt, dann würdest du das trotzdem tun, auch wenn die Gesellschaft das von dir nicht will. Das, was die Leute machen, du strampelst im Leben sicherlich nicht an diesen Punkten in der Gesellschaft. Nee, an diesen Punkten strampelst du mit dir selbst. Richtig. Darum ging es. Wir waren bei Stefan Taubert, es ging darum, Filmemacher, Autoren, die sich weiterentwickeln wollen. Ja. Viele denken, sie haben ein Niveau erreicht, an dem sie stehen bleiben können und dort sind sie. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hattest, mit den 95% und bla und blub, ne? Dass dann halt bis zu 95% sich halt keine Gedanken darüber machen, das, was ich mache, was ich eben halt für eine gefährliche Aussage empfinde, weil eben halt genau durch diese Depression fällst du in ein Loch. Ja. Und dadurch lernst du von dir Gefühle kennen, die du vorher nicht kanntest. Und dadurch fängst du an dir zu arbeiten, über dich nachzudenken, ob du diesen Weg weitergehen willst. Denn ich bin auch selbst in und so weiter. Ne? Ja. Will ich jetzt hier nicht so... Wäre mir jetzt so persönlich, ich will das jetzt nicht so ausbreiten. Ich weiß, was du meinst, wovon du sprichst. Für mich ist das kein Problem. Mhm. Ich weiß ganz genau, worüber du sprichst. Mir ging das in bestimmten Situationen auch ähnlich. Okay. Und der Punkt ist, dass diese Menschen genau dann anfangen, nach etwas zu streben, was sie in sich als Potenziale sehen. Talente, Fertigkeiten, Fähigkeiten. Der mich auch viele Leute angesprochen habe, auch in der Therapie, die mir auch im Freundeskreis begegnet sind, sagen, schau doch mal, was du für Talente hast. Potenziale, Fertigkeiten, Fähigkeiten. Du kannst nicht nur einfach nur arbeiten gehen und den Arbeitgeber sogenannt, ich will das jetzt mal so halopp sagen, ohne sachlich jetzt jemanden vom Kopf zu stoßen, denjenigen in den Arsch zu kriechen, sondern eben halt auch selbst mal dich zu entwickeln, weil das Leben ist nun mal auch kurz. Also das kann dann schnell beendet werden. Ja. Und da glaube ich, ist es für dich, wie für mich auch, ganz, ganz wesentlich, dass du schon vorher, bevor du in ein Loch gefallen bist, auf einer ganz anderen Ebene gedacht hast. Ach, das meinst du? Du hast Dinge von dir kennengelernt, die dir dann geholfen haben, weil du wusstest, das hat dir schon mal Kraft gegeben. Weil du konntest zurückblicken und hast gesehen, dass du ganz andere Werte vorher schon als Vorstellung in dir gehabt hast als andere Leute. Ja. Die meisten von denen, die hier aufgrund des Hamsterrades in ein Loch fallen, die machen wirklich bloß nochmal und dann geht ein Bier auf und dann abgetötet bist. Das ist ein
unglaublicher Teil, weil die sind im System so, deren geistige Fähigkeiten werden nicht gefragt, wie bei dir. Das sind nämlich Fähigkeiten, das im Hamsterrad laufen, das, was jeder kann, das wird von denen verlangt. Mhm, dort fallen sie raus, dort gehen sie wieder rein. Das ist das System, das Hamsterrad. Die schauen, aber da gibt es ganz viele und da glaube ich, dass deine Prozentzahl, weil du sagst, gefährliche Aussage und du sagst, das sind viel, viel mehr. Mhm. Ich kenne auch Leute, die fallen raus, ja, ist eine gehen Minderheit. Sofort wieder rein. Natürlich ist es eine Minderheit. Die gehen sofort wieder rein, weil die Fähigkeiten 5%. Gar nicht bei sich vermuten. Und die haben niemanden, der denen sagt, deswegen finde ich das so schön, dass man das auch mal gesondert hat, dass jeder bei sich auch nach anderen Talenten suchen kann. Mhm. Matthias ist irgendwie am Rechner. Ich glaube, Matthias, ach so, ich dachte, du hast ein Problem festgestellt. Lass dich nicht ablenken. Mach weiter. Ich muss immer gucken, weil Robert hat vorhin auch schon telefoniert. Gab es Probleme mit dem Stream? Gab es Probleme mit Mädels? Hast du jemanden kennengelernt? Bist du verlobt? Ich glaube, Robert ist soweit diszipliniert, dass er nicht während wir hier philosophieren, wenn er chattet. Es gibt einen bestimmten Punkt, dass wenn dann eine Frau schreibt für einen Robert und er ist so verzweifelt und die schreibt jetzt im Moment und sagt, du sag mal heute nach 0 Uhr und dann muss der Robert zurückschreiben, weil sonst ist der Zug abgefahren. Ja, und er fährt nicht nochmal wie bei Dominik Wiels in die Gegenrichtung, man kann es auf dobifilm.de angucken, wie der Zug zurückkommt, sondern das ist aber traurig. Robert habe ich heute sehr geärgert, aber den Robert muss ich heute nochmal, am Ende muss ich den nochmal richtig küssen. Loben meine ich, loben küssen. Möchte ich den Robert am Ende nochmal. Das geht ja weit. Aber sinnbildlich gemeint, natürlich. Nee. Ich meinte das so, wie ich das gesagt habe. Ja, wenn man das hier vorne an der Straßenecke, dann geht die Ampel an, das ist dann so schön rotes Licht. Das lieber gibt es nur unter Männern, ich weiß. Genau, das ist so. Also ich kenne den Robert erst seit kurzem. Wir müssen Robert noch auf alles Mögliche testen lassen, bevor er in die Bude darf. Okay. Ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig spannend, dass man sich mit dir auch über solche Themen unterhalten kann, dass du auch mal Kontra gibst. Ja. Wir haben das... Das Problem in der allerersten Sendung war, ich kannte Stefan Taubert ja auch nicht, hatte ihn hier, das tut mir auch furchtbar leid für ihn, weil ich kannte ihn nur vom Guten Tag und auf Wiedersehen sagen im Leipzig-Fernsehen und ich hatte ihn für einen lustigen, entspannten Typ gehalten, der ist der auch, aber in seinem, in seiner Rolle, das was er präsentiert als der Filmemacher von Leipzig, der, ich habe keine Ahnung wie viele Filme, hat er bestimmt erzählt in, guck mal nochmal die erste Sendung rein. Robert, find das mal für mich raus, bitte, wie viele Filme Stefan Taubert gemacht hat in den 10 Jahren, die er das jetzt schon gemacht hat. Und er hat was anderes erwartet und ich kannte ihn nicht. Und ich dachte, man könnte über buntere Themen sprechen und Frauenthemen waren dann wohl offenbar sowieso nicht sein. Und dann haben sich alle Leute, die zugeschaut haben, furchtbar erschrocken, die Stefan Taubert schon kannten und wussten, sind die Themen, die ihn eigentlich ein bisschen aus der Fassung bringen. Ich dachte, man kann darüber reden, der Filmemacher in Leipzig dann halt so, Frauen. Wie ist das denn so mit einer Freundin oder in welche Richtung geht das jetzt? Hatte eine, die sich auch für Filme machen interessiert, aber das war wohl nicht so. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil im Nachhinein habe ich dann bei mir selber gesehen, dass ich was vollkommen anderes erwartet habe. Und das hat mich total aus der Fassung nachgebracht. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich brach hier mehrfach die Stimme weg, erst danach mitgekriegt. Aber das ist halt, Entschuldigung. Und daran kann man dann aber arbeiten. Aber das ist wieder der Punkt, pass auf, ganz genau, ja, auch, aber der Punkt ist, dann setzt sich doch erst mit der Person auseinander. Es ist die schnelllebige Zeit, Carsten, ich weiß gerade nicht mal deinen Nachnamen. Irgendwas mit Brand. R-Y-B-A-N-D-T, Rüband ist ein polnischer Name. Ah, okay. Ja, einfach sich mit der Person vorher auseinandersetzen. Und dann weißt du ja schon über ihn Bescheid. Das Problem ist, da ich den ja oft schon getroffen und in Interviews gesehen habe, und das aber alles wirklich so eine Kunstperson war, ich diesen Charakter, mit dem ich hier, das hat man ja ganz oft bei Menschen, die man aus einem anderen Setting kennt, du wirst es bei Schauspielern kennen, wenn du jemals einen von deinen Idolen getroffen hast, im Kleinen, und du siehst mal, wie die privat sind. Ja, die sind ja ganz anders. Die sind oft ganz anders. Ja, manche sind nett, verkörpern das, was sie auch auf der Bühne verkörpern, andere kann man sich eigentlich als normaler Mensch gar nicht antun. Ja, die verstellen sich. Weil die woanders leben. Und das erwartet man nicht. Und das habe ich hier nicht. Es ist nicht so, dass der hier schlechter war. Der war auch kein schlechterer Mensch. Der war ein total netter, toller, talentierter Typ. Ich halte den Stefan Taubert für an für sich netten Kerl. Warum ist das eigentlich nicht Stefan Taubert? Herzlich willkommen zu Hinzmann Live. Hier haben wir Carsten Rüband. Und es ist ein polnischer Name, habe ich gerade eben erfahren. Und du spielst auch in Filmen bzw. Kurzfilmen mit. Darauf möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal eingehen. Weil das sind Dinge, die hier im Umfeld in Leipzig produziert werden. Wie läuft es ab? In welchen Gruppierungen bist du unterwegs? Ich weiß, dass zum Beispiel du auch mit dem Robert, der im Internet Carlos heißt, ein bisschen verbandelt bist, dass ihr schon Sachen zusammen gemacht habt. Vielleicht anfangs. Ganz kurz mal was dazu. Wie bist du denn jetzt vom Schreiben zum Film gekommen? Also Spielen, Schule war Theater dann noch eine große Rolle. Genau, und da kommen wir jetzt von dem Punkt, da wollte ich nämlich gerade wieder zurückkehren. Habe ich eher gemacht, ich bin zurückgekommen. Ja, genau, du bist dann den Weg früher eingegangen, aber das ist auch gut so, wahrscheinlich habe ich dir
habe ich dir sinnbildlich dich psychologisch darauf vorbereitet, dass du das vor mir machst. Wenn ich was Gutes mache, warst du es, der das über Gedankenübertragung... Genau, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Auf jeden Fall. Das ist fies, oder? Das finde ich gut, ja. Das ist, Nein, okay. Okay, hör mal auf mit diesem Quatsch. Nein, also... mit Hinz mal live, wollen wir... Abbruch? Robert, wie viel Zeit ist noch? Der Carsten will aufhören. Habe ich nicht gesagt. Wollen wir aufhören mit dem Quatsch, sagtest du? Nein. So, okay. Okay. Also, Filme. Ganz genau. Ich habe, wie gesagt, mich immer mehr weiterentwickelt bezüglich der Gedichte und habe dann irgendwann begonnen, Geschichten zu schreiben, weil ich habe dann zum ersten Mal, kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf mein 12-jähriges Alter, habe ich den, unter anderem den Film gesehen Moonwalker von Michael Jackson. Ja. Und dachte mir so, wow, toller Künstler, toller Sänger, geile Stimme. Ja, ist natürlich auch Geschmackssache, ganz klar. Andere mögen Metal, andere wieder ne, Pop-Rock und so. Ne? Und ich war halt dann von ihm begeistert bezüglich seines Tanzens, Mimik, Gestik, Körpersprache, Aussprache, Gesang. Das hat irgendwie alles gepasst. Das war einfach klasse. Und ich wollte ihn unbedingt nachmachen. Okay. Mit 12. Ja. Und wie viele? Das ist jetzt was, wo ich wirklich sagen kann, das wollten sicherlich viele. Ja, ich wollte ein bisschen so sein wie er. Das war jede Folge von Mini-Playback-Show damals, war irgendjemand, der Michael Jackson gemacht hat, weil das einfach die Zeit damals gewesen ist, in der das einen Hit nach dem anderen gegeben hat. Ich hatte ein relativ großes Zimmer, ich habe dann die Möbel zur Seite geschoben, habe dann die Videokassette genommen, ja, die in mein Regal stand, habe die in meinen Videorekorder getan und habe mir dann auch, wie bei Bruce Lee, okay, jedes einzelne Bild angeschaut, wie er sich... Was ist denn gibt. Der Vorteil von Bild für Bild, Frame für Weil Frame? Weil du das genau siehst, welchen Schritt er geht. Also wie der steht, wie der also mit welchem Schritt er beginnt. Ja. Also, halt, stopp. Wie steht er? Welchen Schritt macht er zuerst? Wie dreht er sich dann mit einem gewissen Schwung, holt er den Schwung her? Ja. Ja. Also das ist alles so zu verstehen. Das muss ja erstmal theoretisch irgendwo im Kopf klar sein. Und wenn du das so ungefähr begriffen hast, kannst du es nachmachen. Okay. Dann hast du irgendwie so einen Grundwert, so einen Grundstein, ja, ja, wo du dann aufbauen kannst so langsam. Okay. Und ich habe dann halt begonnen, so die ganz einfachen Schritte zu machen. So Ausfallschritte nach rechts, links und dann mal die Drehung und so. Bis ich dann irgendwann das so oft geübt habe, dass ich dann die Tänze von Billie Jean, ja, bis zu 3-4 Stunden lang geübt habe. Also ich habe das dann fast jeden Tag gemacht. Und ich, okay, habe mich von der Musik des Taktes immer wieder inspirieren lassen, weil das ist so ein schöner Takt so. Ja, und ich dachte mir so, es ist so geil, dachte ich mir so, das nimmt die so richtig mit. Ja, und ich dachte mir so, ey, das machst du jetzt einfach nach. Ja. Mit 12, ja, dachte ich, ja, das hat mich so mitgenommen, so mitgerissen. Okay. Dieser einfachste Takt, der berühmteste Takt der ganzen Welt. Ja, ja, ja. Und ich dachte mir so, ey, das machst du jetzt einfach. Denkst nicht drüber nach. Und dann habe ich, wie gesagt, die Möbel. Ist Carsten übersteuert von der Lautstärke her? Weil Carsten jetzt hier oben dröhnt. Ich will bloß nicht, dass irgendwas von dem verloren geht, was du sagst. Ja. Bei Robert muss man mal ein bisschen an. Ich brauche langen Stock für einen Robert. Bim, bim, bim. So, jetzt darfst du wieder. Es tut mir leid, ich weiß sonst nicht, wie ich, sonst muss ich mit dem Papier Ja, bewerfen. Ich habe das auch gehört, dass die, richtig, stimmt, das sonst hat geht, wenn du merkst, ja, ja, ich mache das so, pass mal auf. Jetzt bin ich auch weiter. Dann kannst du ein Stückchen weggehen und es selber ein bisschen regulieren. Ja, das da brauchen wir den Robot nicht. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich manchmal das Bedenken habe, dass das dann nicht ankommt. Also, dass es dann, wenn ich so weit weg bin, dass das Mikrofon das nicht erfassen kann. Ach so, ja. Du, solange dich hier noch hörst, bloß wenn du merkst, dass du so... Ja, wenn ich jetzt aber hier bin, dann höre ich mich fast schon nicht mehr. Und deswegen muss ich dann hier so ein bisschen näher rangehen. Manchmal komme ich dann zu früh oder zu viel ran. Ja, das ist richtig. Robert hat jetzt nochmal reingehört. Der braucht es wieder ein bisschen länger, weil das Zeitversatz hat. Robert passt so... Ist alles gut, okay. Robert hat uns einen Daumen hoch gegeben. Das heißt beim Robert. Gut, kommen wir wieder zurück. Später sage ich, dass es nicht geklappt hat. Kommen wir wieder zurück zu diesem Punkt. Ja. Genau, und ich habe dann, wie gesagt, das Billie Jean, also das Lied Billie Jean bezüglich des Tanzens so oft nachgemacht. Ich bin auch öfters gescheitert. Ne? Also, woran scheitert man da? Zum Beispiel an den Moonwalk. Ja? Okay. Und da bin ich bald ausgeflippt. Ich sage einfach, kriege ich denn das nicht hin? Das gibt's ja gar nicht. Wer macht denn der das? Weil du einen schlechten Teppich im Kinderzimmer hattest. Oder hast du den weggerollt? Moment mal, aber wusstest du, dass ich ein Teppich habe? Weiß ich nicht. Alle Kinder hatten früher einen Teppich. Ach so, okay. Nicht? Ich hatte Auslegware, ja. Naja, das ist für mich. Wie wir hergekommen sind, ist alles das Gleiche. Teppich, Auslegware, okay, das ist ja. Nein, und. ja, und. Nein, es lag auch nicht an dem Teppich. Und ich wollte das auch nicht an den Teppich ausmachen. Das lag an mir. Es lag einfach nur an mir.
Und ich muss daran arbeiten. Okay. Ich muss es besser machen. Okay. Und ich muss wissen, wo er den Schwung hernimmt. Also wie macht er das? Und dann habe ich erfahren, dass der praktisch das Gelenk ein bisschen weit so schwungvoll nach vorne schiebt und dann hinten mit der Hacke hinten drauf setzt und das ganz gleitend nach hinten drückt, aber nicht mit viel Kraft. Und das ist ein Gefühl und das musst du immer wieder üben und immer wieder und immer wieder. Und irgendwann habe ich es dann begriffen. Das ist für mich vollständig neu, weil ich immer dachte, das ist eine Mischung aus ordentlich gebohnerter Boden. Nein. Und Schuhen, die Nein. man für teures Geld irgendwo kaufen Nein. kann. Original Michael Nein. Jackson Schuhe. Original Nein. Michael Jackson Cornflakes. Nein. Klingel. Nein. Barbie. Nein, eine Barbie. Gab's von Michael Jackson. Also es war nicht eine Original Mattel Barbie, aber es gab Michael Jackson Puppen. Hattest du keine? Nein. Oh, das wäre aber in deinem Kinderzimmer noch toll gewesen zur VHS. Nö. Wie lange kann man so eine VHS einzeln vorspulen, bis das Band irgendwann mal kaputt geht? Das wird doch sicherlich passiert sein. Ja, die Videos, die habe ich häufiger angeguckt. Nee, ich habe den Videofilm heute noch. Echt? Ja. Also ich spule da auch nicht viel, weil ich ja genau weiß, was da passiert. Stimmt, du machst so langsam, dass er nicht kaputt geht. Und wenn, dann habe ich immer drauf geschaut, wenn ich die rausgenommen habe, habe ich mal drauf geschaut, ob das Band locker ist. Und wenn das Band locker ist, habe ich die gestrafft. So bis was? Bis zu einem gewissen Punkt. Da habe ich die gestrafft. Wie hast du denn das gestrafft? Das kannst du bei VHS-Kassetten gar nicht mehr machen. Natürlich. Du nimmst ja nicht den Stift wie bei der, was ist das, MC? Da, klar, geht doch. Das ist kein Problem. Wie straffst denn du das Band von einer Videokassette? Ne, indem du das zurückdrückst, beide Seiten. Aber die sind doch, da musst du doch oben so einen Kontakt, damit sich das überhaupt dreht. Ja, das musst du öffnen. Du musst das öffnen und dann musst du mit der einen Hand die Kassette festhalten, musst du es öffnen, musst du den praktisch die Klappe öffnen, dann siehst du das Band, ja. das ein bisschen durchhängt ja. und dann kannst du das ein bisschen straffen, aber nicht so sehr. Also wenn sie immer so verrückte Michael Jackson-Fans zeigen, die ihre ganze Wohnung voll haben mit Michael Jackson-Sachen, das gibt es auch von Rex Gildo, da gibt es eine fantastische Dokumentation, die musst du unbedingt sehen, Robert. Das ist eine fantastische Rex Gildo-Dokumentation. Ich weiß jetzt in etwa, worauf du hinaus willst. So, pass auf. Aber das die Problem werden ihr Band nicht strecken. Nein, und die, nee, aber die, da wärst du in dem Beitrag, wärst du neben all den Michael Jackson-Fans, die ganze Wohnung mit Michael Jackson voll haben, wärst du der Außenseiter, weil du gezeigt wirst, wie du das Band straffst, weil dir das so wichtig ist. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen bei einer Videokassette, die mir wichtig ist, ein Band zu straffen. Ja, ich wollte halt nicht, dass die Kassette kaputt geht, dass ein Bandsalat entsteht. Ich weiß, aber ich hätte das doch damals gar nicht, wo hast denn du deine Infos her? Hä? Hat dein Vater in der Kassettenfabrik gearbeitet? Ich habe einfach nachgeguckt. Es war für mich einfach klar. Aber es gab doch zu der Zeit noch gar kein Internet. Heute kannst du einfach nachgucken. Kassettenstraffen. Wieso denn? Nicht? Ich habe das einfach rausgenommen und nachgeschaut. Wieso war ich denn so ein viel, viel dümmeres Kind als alle Gäste, denn, die jede Woche dümmer? Hier sind? Wieso ein dümmer? Du hast es vielleicht dann irgendwann rausgefunden, weil ein Ballernsalat daraus entstanden ist und hast dann gemerkt, oh, ich muss das Band straffen. Vielleicht. Und bei mir war es eben. Dann habe ich einfach gedacht, der Videorekorder ist kaputt oder die Kassette habe ich zu oft geschaut oder was auch immer oder ich bin irgendwie mit dem Zahn dran gekommen. Ich hatte es manchmal so ganz merkwürdig. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Der Gedanke zu sagen, oh, das hängt aber durch, das müsste eigentlich nicht so sein. Ich glaube, das war dadurch, weil das Bild nicht so gut war und irgendwas hat nicht gestimmt und ich habe da irgendwas, habe ich da. Hast du das mit anderen Kassetten vorher ausprobiert? Sicherlich, weil du probierst es nicht. Die anderen Kassetten waren in Ordnung. Da war das Bild in Ordnung, da habe ich nicht vorher geguckt. Selbst die Kampfkunstfilme? Die waren in Ordnung. Brauchte ich ja nicht gucken. Wenn es in Ordnung ist, brauche ich ja nicht gucken. Da brauche ich ja nicht nachschauen, ob das Band locker ist oder nicht. Okay. Wenn es in Ordnung ist. Wenn dann auch die Bildstreifen aufweist und das dann halt sehr schwimmig, also dass das, der Film bezüglich des Bildschirms halt sehr schwimmig wirkt, dass das Bild sehr schwimmig wirkt, dann stimmt irgendwas nicht. Das fasziniert mich gerade, weil das Dinge sind, von denen habe ich noch nie was gehört. Die Leute im Internet fragen sich jetzt natürlich, allesamt jünger als wir, wovon reden die? Band, VHS, was ist das? Volkshochschule, kenne ich mich nicht aus, kostet mir zu viel Geld, will ich nicht. Kann ich Kochkurse belegen? Habe ich die Flyer in Grünau gesehen? Dann müssen sie einfach mal ins Museum zurückkehren, nein. Und wer ist dieser Michael, Jordan, von dem ich noch nie gehört habe? Michael, wer? Jackson? Also ich habe ja erst letztens für meinen Videorekorder eine Fernbedienung, eine neue gekauft. Für deinen Videorekorder? Eine neue Fernbedienung? Die Videorekorder. Ja, aber das kannst du ja heutzutage, kannst du ja so eine Allzweck-Fernbedienung nehmen. Robert, hast du dich eingeblendet? Sieht man, wie du mit dem Kopf schüttelst? Das finde ich gut. Darf ich das als Gift? Naja, das Gift haben? Du musst aber auch mit dem Videorekorder, du musst aber miteinander aufeinander einstellen können. Ne? Also das muss miteinander funktionieren. Ich muss tracken. Spezialfunktion? Was ist die Spezialfunktion? Genau. Bandstraffen. Das wäre doch, ja, ist keine schlechte Idee. Es ist ein paar Jahre zu spät, Carsten, sonst könnten wir hier ein Business draus machen. Und dann in der Rumpelkammer, Dresdner Straße 25, VHS Bandstraffer. Es ist ein lustiges Wortspiel. Ja. Ein lustiges Wortspiel? Bandstraffen?
was du jetzt gerade gesagt hast. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ist egal. Das ist, kommt auch nie wieder zurück. Das ist verloren. Alles, was ich sage, nachher kommt es dann wieder. Nee, das ist meistens weg. Das ist dann, okay. Naja. Die dann war es nicht wichtig. Dann war es nicht wichtig. Die beiden Frauen, die vorhin hier saßen, hießen Sings und Samsungs. So, pass auf. Und ich dachte jetzt, es kommt auf die Schuhe an bei diesem Moonwalk und auf den Boden. Und ich könnte das nicht mit meinen. Nee. Das geht überall und mit jedem Schuh. Ja, das könnte doch Robert. Wenn du die Technik beherrschst, ja. Das könnte doch Robert jetzt hier mit seinen Schuhen. Das müsste er lernen. Du könntest das jetzt. Mit meinen Schuhen möglicherweise. Willst du das mal probieren? Weil ich will das jetzt mal sehen, ob das wirklich geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach. Du kommst. Das ist glatt, ich fall hier bestimmt hin, wenn ich das mal. Robert, was machst du jetzt? Du musst aber mal so hintergehen, dass man dich sehen kann. Jetzt der Robert versucht das jetzt offenbar. Robert räumt jetzt weg. Ich will das jetzt sehen. Carsten, wir müssen jetzt mal kurz gucken. Komm, Carsten. Ich weiß nicht, ob ich das noch so gut beherrsche. Das ist nicht schlimm, mal Carsten. Schauen. Wir werden alle älter und es ist schon lange her. Mhm. Und Michael Jackson wird es dir nicht übel nehmen. Oh, für dich baut der Robert sogar um. Ja, das habe ich das schon gesehen. Das macht der Robert ungern. Baut sogar ich weiß sogar gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich weiß nicht. Warte, wir brauchen ein Kabel irgendwie. Ich wähle jetzt einfach mal das Mikro jetzt. Robert, du kannst doch was sagen. Wieso zeigst du immer nur? Ich verstehe das nicht. Entschuldigung, ist die Kamera nicht zu tief? Weil wir sehen doch gar nicht Carstens Kopf, das kann doch jetzt jeder sein. Zum Beispiel ich. Ich setze mich mal hier an den Rand. Ich beobachte das jetzt und dann gucke ich mir das. Du stehst jetzt da, ja? Du kannst dein Mikrofon noch mitnehmen. Passt das? Nimm meins. Ich gehe auf die andere Seite, nimm meins, komm. Danke. Carsten, weiter hinter. Dort, genau. Danke. Das haben sie mit Michael Jackson nie gemacht. In die Richtung. Genau, für so. Ach so. Genau. Ja, ach so, dass du die das. Ja, klar. Alles klar, verstehe. Genau, ja, nee, ist logisch. Also, ich habe das halt dann so oft geübt, dass ich dann praktisch diesen Fuß nach vorne gedrückt habe. Ne? Okay. Und dann habe ich den praktisch nach hinten geschoben. Ich finde das gut. Sieht schon gut aus. Ja. Ah. Und so funktioniert das halt. Ne? So. Warte, jetzt, was ist die Bewegung? Moment. Das Kabel ist zu kurz. Robert, ich kann nicht noch mit reinsprechen. Die Leute hören nicht, wie ich schon bei der kleinsten Bewegung stöhnen muss, weil ich das nicht mehr gewohnt bin. So, also, du hast gesagt, das ist so eine Bewegung. Ja, zeig du mal. Schiebst praktisch den Fuß. Nee, mach mal bitte Einzelbild für Einzelbild, weil ich muss es jetzt, also wirklich so ganz... Nimmst den hoch, ja? Und lässt deinen Fuß hängen. Den Fuß hängen lassen? Aber nur so einen Millimeter über den Boden. Ja, genau. Okay. Und dann schiebst du ihn ganz weit, also ganz kurz nach vorn und drückst praktisch deine Hacke nach hinten und ziehst ihn praktisch nach hinten. Carsten. Ja? Bei Fuß habe ich nicht mehr zugehört. Das ist meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß. Du ist machst okay. Das fantastisch. Machst du es bitte noch einmal und dann setzen wir uns wieder. Das okay. Ist noch einmal, dass wir es nochmal sehen. Robert? Robert? Hallo, der Herr Jackson ist bereit. Ach so, man sieht es? Dann bitte nochmal, Carsten. Okay. Wow. Das ist jetzt ein bisschen im Weg hier. Ich versuche es nochmal. Ja, das... Dahin. Ach, das hat der King of Pop auch so gemacht. Wenn der Matthias genau. Da einen Stuhl im Weg hatte, dann war das... Okay. Wow. Hab ich den Stuhl mitgenommen. Das ist nicht schlimm. Aber ich denke mal, das hat wir gepasst. Wir kriegen ungefähre Vorstellung von, was damals auf dem Schulhof abgegangen sein muss. Ja, definitiv. Da reden wir jetzt noch drüber. Jetzt müssen wir wechseln. Pass auf, das ist dein Mikrofon. Ich leg's dir wieder rum. Genau. Hier. Jetzt kriegst du deins wieder. Dankeschön. Also ich fand das spektakulär, Robert. Wie hast du das jetzt gesehen? Ach, Robert ist noch beschäftigt mit Kamera wieder einstellen. Das ist ein Robert. Robert ist das nicht gewohnt, dass hier was passiert. War das anstrengend für mich, das Aufstehen und dann wieder hinsetzen. Das ist schon ein bisschen, ja, das geht mir durch und durch. Okay. Mensch, ist aber auch warm hier. Jetzt fällt irgendwie die Kamera hier, die ist weg. Ach, Robert hat die... Ah, da ist sie ja wieder, hallo. Okay. Ja. Du hast also Michael Jackson. Wir wollten jetzt einen Bogen spannen von Geschichten schreiben, Schauspielerei. Ganz genau. Du hast gefragt, warum ich zur Schauspielerei gekommen bin. Das hat eigentlich mit Michael Jackson, diese Form, mit den Gedichten und den Geschichtenschreiben begonnen. Okay. Ja, weil durch das Tanzen habe ich dann erstmal bemerkt, was es wieder mit mir macht, durch diesen Takt, der auch entstanden ist, ne, den ich vor uns ein bisschen gebeatboxt habe. Und da habe ich erstmal gemerkt, so, was das in mir auslöst. Welches Temperament auch in mir entsteht, so, ne? Diese Impulsivität und eben halt auch mal Energie reinzustecken. Das haben wir hier gesehen, der Stuhl, der wackelt jetzt ganz, den du hier gestoßen hast. Das war zu wild
für diese Stühle. Der hat vorher so schon gewackelt, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ich wollte es ein bisschen pushen ja, jetzt hier. Ja, ich hab's hier, das Sofa, hier, guck. Hier, das hast du. Hier, da dein Temperament hat das. Da jede Woche sehe ich hier, dass das Sofa ja, ja. wackelt. Ja, ja, er versucht es jetzt gerade zu übertreiben. Weil wir rechnen das über das Sofa habe ich gar nicht. Das Sofa habe ich überhaupt nicht. Als du vorhin das Mischpult runtergeworfen hast, sei still, Robert. Weil du so wild hier reingefegt bist mit deinem Beat. Ja, das Temperament hast du in dir entdeckt. Genau. Genau, kehren wir wieder zurück. Ja, wir müssen den Bogen holen irgendwie. Ich trinke jetzt mal was, und du erzählst. Ach, sehr gut. Okay. Ach, so läuft das hier. Ja, ja. Okay. Das hast du jetzt so selbst entschlossen oder beschlossen. Ja. Genau. Also der Punkt ist halt einfach, dass ich dann in diesem Punkt mich weiterentwickelt habe, indem ich für mich diesen Weg gefunden habe, unbewusst dann irgendwann zur Schauspielerei zuzugreifen. Okay. Weil ich mich wieder vor den Spiegel gestellt habe. Manchmal bin ich auch in den Jugendclub gegangen, da waren dann große Spiegel und dafür habe ich dann manchmal auch Michael Jackson getanzt, weil ich das gesehen habe, dass Michael Jackson in seinen Videos, also in seinen, da gibt es ja manchmal so ein, wie nennt man das? Ich komme gerade nicht drauf. Gib mir einen Hinweis. Ich rate gern. Ja, genau. Das ist. Ja, genau. Okay. Fantastisch. Ein Punkt für dich. Das ist witzig. Ja, aber genau. Das ist geil. Ja. In welche Richtung geht es denn? Ist es ein Tier? Kann man es essen? Kann man es Tier essen? Nein, kann man nicht. Muss man es vorher waschen? Nein, es ist einfach nur ein. Och, Mensch, Robert, sag mal. Wenn die den Film zeigen, wie er funktioniert, wie er gemacht wurde. Making of. Im Making of. Dankeschön. Ah. Mein Gott, jetzt haben wir es. Ich war nah dran genau. Mit Tier. Making of. Sehr gut, danke. Wir sind ein gutes Team. Und der Punkt ist, dass er sich hingestellt hat und hat immer vor dem Spiegel getanzt. Das habe ich ja vorher gar nicht gewusst, dass man so machen kann. Ne? Und dann habe ich das begriffen und dann sagte, oh cool, das machst du jetzt auch. Weil da kannst du dich ja sehen, wie du dich bewegst. Ja. Kannst dich besser reflektieren. Und das habe ich dann mit der Schauspielerei auch so gemacht. Und deswegen bin ich irgendwann dahin geraten, dass ich dann mit den Geschichten, mit den Charakteren, auch entwickelnd der Fantasie, eben halt mir vorher schon im Kopf dargestellt habe, wie jetzt eigentlich der Charakter funktioniert, indem ich ihn vor dem Spiegel ausprobiere. Und wenn ich bloß einen kleinen Spiegel bei mir zu Hause habe. Aber macht also man das nicht automatisch, dass man vor dem Spiegel steht, meinetwegen beim Zähneputzen und dann als Kind ja sowieso spielt man etwas und sieht sich gleichzeitig. Das macht doch jedes Kind automatisch. Wieso musstest du das in dem Making-of von Michael Jackson lernen? Ah, Spiegel kann ich nehmen. Das klingt jetzt so. Bezüglich des Tanzens, also dass er das so gemacht hat. Nicht jetzt einfach nur aus Spaß und Trödelerei heraus. Ach so. Nicht einfach beim Zähneputzen, weil beim Zähneputzen ist ja was anderes. Du trainierst gerade den Tanz und denkst dir, ich muss das doch jetzt mal von außen sehen. Ja, ja. In einem Kamera in den Sinn oder vielleicht ein Spiegel. So habe ich auch noch nicht gedacht. Echt nicht? Der Punkt, nein, weil ich zu sehr von diesen, ich will das jetzt lernen, fixiert war und war dann dement blockiert, das nicht weiter irgendwie zu denken, dass da irgendwas noch sein könnte, was mir als Hilfsmittel helfen könnte. Okay. Und, aber du hast in der Zeit gegessen und geschlafen. Außerdem vor dem Spiegel, mit Zähneputzen würde das nicht funktionieren, weil du deinen ganzen Körper nicht siehst. Ja? Geht ja nicht. Man siehst ja bloß den Teil deines Körpers. Kommt drauf an, was du für einen Spiegel hast. Meine Eltern hatten einen großen Schlafzimmerspiegel, da konnten wir viel Quatsch davor machen. Im Badezimmer hatten wir nur so einen kleinen Spiegel, da bin ich aber auf den Wannenrand geklettert. Nein, es ging um Zähneputzen im Bad. Ja? Und da hast du gesagt, weil Zähneputzen im Bad sind ja so ohnehin Kinder, die das ohnehin dann mit Quatsch so machen, sich dann irgendwie auszuprobieren. Das war aber so was hast du nicht gemacht. Das war Quatsch? Nee, aber ja, du warst ja gerade in einer... Halt, stopp. Jetzt hast du mir gerade was im Mund gelegt. Nein, also... Du hast ja ernsthaft was verfolgt. Ich habe schon Quatsch gemacht vom Spiegel manchmal, wenn ich Zähne geputzt habe. Nein, ich unterstelle dir doch nicht, dass du nie Quatsch gemacht hast. Aber in dem Moment, du trainierst den ganzen Tag, ne, Stopptaste und trainierst diesen Tanz ein. Jetzt bist du in der flüssigen Bewegung, du hast gelernt, Fuß runter, diese geschmeidige Bewegung, die du gerade gesehen hast. Unter anderem. So ein Schwung. Jetzt bist du vor diesem Spiegel und du siehst dich. Ja. Du bist ja eigentlich immer noch in diesem Rhythmus drin. Ja. Du bist wahrscheinlich auch immer noch in diesem Beat, den du... Ja. Und dann bist du vor dem Spiegel. Und dann versuchst du das schon mal zu machen, zu zeigen, wie sieht das aus? Das ist der Grund, warum ich dann zur Schauspielerei gekommen bin, weil ich mich dann besser betrachten konnte. Das ist ja die Frage, die du jetzt beantworten willst, ne? Beantwortet haben wolltest. Das ist halt der Punkt, warum ich zur Schauspielerei gekommen bin, weil ich mich dann besser analysieren konnte, ne? Noch besser analysieren konnte als vorher schon. Ne? Besser an mir arbeiten konnte, mich besser aktualisieren konnte, ne? Und immer wieder auf mich schauen konnte, das ist jetzt deine Mimik zu diesem Charakter, das... Ist jetzt der Zustand, was mit dem Gefühl einschließt, was das Gefühl Angst zum Beispiel einschließt, was entsteht daraus für Zustände, wie das Zustand zum Beispiel, sich verkrampft zu fühlen, sich zu gelähmt zu fühlen, ja, was passiert mit dir, fängst du stark an zu atmen, vielleicht auch einen Schweißausbruch, wobei das schwer ist, das umzusetzen, also das sollte man nicht so sehr hochtreiben, das ist nämlich auch nicht so gesund, aber an sich... war das eben halt so die Vorstellung, gerade jetzt auch in der heutigen
gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, ja, in meinem jetzigen Lebensalter eben halt auch Gruselgeschichten zu schreiben, okay, das weiterzuentwickeln. Ja. Das erklärt sich eben halt durch den Spiegel unter anderem, mich selbst zu sehen, mein eigenes Spiegelbild zu betrachten und natürlich auch die Menschen, die mich auch als Spiegelbild wiedergegeben haben. Das heißt, wenn du mich jetzt empfindest, dann sagst du etwas, Carsten, ich empfinde dich so und so, mhm, und dann bist du das Spiegelbild mir gegenüber. Ja? Okay. Und das ist auch ein Spiegelbild im Sinnbildlichen. Ja, wenn ich mich ja? Wir kommen jetzt vom Pfad ab, sodass es für die Leute zu Hause auch noch, na, überleg, was, okay, ist für eine, ja, Uhrzeit, hm, was für eine Uhrzeit ist, die Leute zu Hause, was? Wo, nein, ich möchte, na, wie, was? Nein. Ich versuch's nochmal. Ja, nein. Ja, das ist aber genau, das ist etwa dasselbe. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, das ist etwa dasselbe. Wenn ich mich vor dem Spiegel sehe, ja, kann ich mich selbst empfinden und kann mich selbst reflektieren. Ja, bezüglich meiner Bewegungen und so weiter und so fort. Ja. Auch meine Gefühle. Auch wenn ich sie jetzt vielleicht nicht so in Worte fassen kann und auch nicht so verstehen kann. Aber, ich bin in der Spiegel. Lage, genau, durch den Spiegel mehr über mich zu lernen. Okay, ja. Das stimmt. Durch die Schauspielerei. Das ist, wieso bezüglich sehe ich, der Mimik, Gestik, Körpersprache, die zum Gefühl passt. Wieso sehe ich auf den prominenten Sofas dieser Welt in Sendungen und Shows, wenn irgendwelche Schauspieler weltweit über ihre Rollen sprechen und wie sie sich in diese Rollen hineingefühlt haben, wieso sehe ich nie Leute wie dich, die so wirklich intensiv darüber sprechen, was für ein Aufwand es auch ist, diese Emotionen oder? Das ist selten, dass man wirklich, ja, jemanden sieht, der so, weil es wirkt teilweise leicht. Es ist nicht. Nee, stopp, der Satz war nicht, ich habe nach einem Wort gesucht, das war jetzt vollkommen falsche Aussage. Es wirkt teilweise leicht, nein, es ist schwer. Ja. Es wirkt teilweise leicht, verbissen in diese eine Sache, dieses eine Ziel, ja, eine Rolle einzunehmen. Ja, ja. Machen Schauspieler das alle so wie du, die guten Schauspieler, und spielen sie es bloß anders, weil es beim Normalpublikum zu Hause sonst leicht wahnsinnig teilweise auch wirkt, weil deine Augen, wir sehen das vielleicht nicht, weil der Robert die Kamera falsch eingestellt hat, aber deine Augen, Robert, die Kamera wäre doch hier viel, 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 viel cooler, oder? Dann sieht man nämlich auch, dass der Carsten teilweise sehr beängstigend nah an mich rankommt, wenn er mir versucht, was zu erklären, was ich partout nicht verstehen will, weil ich es einfach nicht verstehe. Nein. Also nein, ich glaube nicht, aber, dass du es nicht verstehen willst. Ich glaube eher, dass... Manchmal, ja? Okay. Ich müsste dann drüber nachdenken und dann würde ich auch... Aber guck mal, du bist wirklich so sehr davon überzeugt und das erlebe ich ganz, ganz selten bei Menschen, die über ihre Leidenschaft, egal in welchem Bereich, sprechen. Ja. Robert, habe ich das richtig gemacht? Der müsste jetzt zu sehen sein, ne? Ja, wenn es passt. Ist es gut? Das ist jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde vor Schluss oder so, haben wir jetzt die Kameraperspektive geändert. Nein, du warst ja vorher auch gut, Rob. Ich habe das ja vorher auch schon gesehen. Aber jetzt sind wir uns oft so nahe gekommen, dass wir dann noch mal ein bisschen mehr so rum. Ist okay. Und wir sehen dich auch in der Totalen. Alles fantastisch. Okay. Sehe selten Leute, die so über ihre Leidenschaft sprechen wie du und auch so verbissen in dieser Sache sind. Mhm. Kannst du davon auch abschalten? So, jetzt kommt der eigentliche Punkt. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil das sehr schwer ist. Ja. Wow. Eine schöne Frage heute. Gut. Die gefällt mir, die Frage, weil es sehr schwer ist. Also gehen wir mal jetzt vom Theater aus. Wenn du dich im Theater in einen Charakter hineinversetzt und mehrere Monate spielen musst oder sogar ein ganzes Jahr über, weil da gewisse Kulturveranstaltungen halt immer wieder stattfinden, dann kann es passieren, dass du von diesem Charakter krank wirst, wenn du den nicht loslässt. Ja. Es kann passieren, dass du in diesem Charakter verloren bist. Es kann passieren. Du betonst es so, als wenn eine traurige Geschichte daran hängt. Es ist ein bisschen so, ich fühle mich gerade... In einem Film wäre das jetzt so, dass das Bild würde jetzt verschwommen werden und wir sehen dich vor 2 Jahren, wie du in einer Rolle bist, am Theater, und immer wieder etwas spielst und dann auf einmal nicht mehr rauskommst. Mhm. Da hängt irgendwie eine Erinnerung dran, wo du Gefahr gelaufen bist. Du hast das jetzt empfunden und hast das jetzt als Spiegel reflektiert. Das finde ich geil. Also du hast das rausgehört und man hast gesagt... Man kann nicht trainieren. Also ich mache das, was du dann sagst. Wir haben das vorhin schon festgestellt. Ja, ja. Darauf ein Schluck für mich. Also du hast das dir jetzt, also auch Gedanken gemacht. Du hast das, ja, das merke ich. Du hast das für dich jetzt so empfunden, dass ich möglicherweise selbst in dieser Lage schon mal einmal war. Ich muss dich da leider enttäuschen, es war nicht der Fall. Ich habe das von anderen Menschen erlebt und das habe ich dann sehr stark empfunden und habe dann gesagt, oh Gott, wow, die sind tatsächlich psychisch krank geworden davon. Ja. Und mussten dann zur Therapie, weil sie sich selbst irgendwie nicht mehr, also sie haben es zu selbst nicht mehr gefunden. Die waren dann jemand anders, aber nie sie selbst. Und das ist ein Problem, wobei es auch heute schon in der Gesellschaft Menschen gibt, die zu etwas gemacht werden, was sie gar nicht sein wollen, ja. Deswegen geraten ja viele Menschen in die Depression, aber genau das ist ja der Absturz, dass die Menschen, und das sind wir wieder bei den 95%, wo das vorhin sagt, dass sie denken nicht darüber nach, und da ist der Punkt, dass sie anfangen, über sich nachzudenken.
weil sie da der Absturz ist, wo sie sagen, ich muss hier irgendwo irgendwas, hier geht's nicht weiter. Da bist du wirklich wahnsinnig, wahnsinnig in dir drin gefangen, glaube ich. Du kannst dich in die Rollen, die du verkörpern kannst, hineinversetzen. Ja. Aber ich glaube, dass du zu weit, das ist jetzt abstrakt. Das ist Empfindung, das ist wirklich, ja. Dass du zu sehr darüber nachdenkst, dass andere Leute ähnlich ticken wie du. Viele Leute machen sich da überhaupt keine Gedanken. Denen geht es miserabel und schlecht. Mhm. Aber denken nicht darüber nach, warum. Und folglich wissen sie nicht, was sie ändern sollen und machen nichts. Möglicherweise. Das läuft dann weiter. Es ist ja auch verdammt schwer, zu begreifen, wie beginne ich an diesem Problem? Was beginne ich an diesem Problem? Wo beginne ich? Ja. Bist du 3 Schritte weiter als die meisten? Die merken, es stimmt was nicht, aber das Problem nicht sehen. Da ist kein Problem. Was ist los? Die Frage ist, würdest du es merken? Würdest du es, wie bei anderen Krankheiten, psychischen Störungen, würdest du es merken? Nicht dir jetzt was unterstellen zu wollen, sondern wirklich mal ganz abstrakt drüber gesprochen, würdest du es merken, wenn du in einer Rolle, die du selber irgendwie dir angeeignet hast, gefangen wärst und würdest gar nicht mehr der sein, der du mal warst, sondern in einer Abwandlung weiterleben, die du dir übers Finden dieser Figur Wow, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Also das, es könnte sein. Es könnt, ja, wir also könnten das hier kann gar ich jetzt nicht bloß mit könnte sein mit beantworten, richtigen Kasten weil, sehen. Ich, weil ich das gar nicht so selber erlebt habe. Dass gibt es noch diese Familienmenschen, Eltern? Man entwickelt sich ja auch laufend in der Lebenszeit. Aber gibt es noch diese Familienmenschen, ist da der Kontakt noch so da zu deiner Familie, die dich über diese all diese Jahre verfolgen, die sagen, du bist immer noch der gleiche Typ wie früher? Ja, irgendwie schon. Ja, das also, gibt es noch. Ja, die haben gesagt, das ist der Carsten. Nee, ist so. Das ist der Carsten, ist bei mir auch so. Ja. Du bist immer noch der gleiche und jetzt bitte verschwinde wieder. Die wollten auch immer. Mama feiert heute Geburtstag. Er hatte am Wochenende Geburtstag. Also und so wie ich bin auf ich. Auf Wiedersehen. Auch. Also ich kann von den Charakteren die Spiele loslassen, Gott sei Dank, ja. Okay. Also wo ich dann sage, so Durchzug, fertig, aus. Außer der Regisseur sagt, ja, wir müssen nochmal, oh nein, das muss ich mich wieder reinversetzen, das muss ich wieder zurückkehren. Schade. Dauert das dann für dich lange bei schwierigen Rollen, dich dann wirklich wieder reinzubringen? Ja, es ist sehr schwer, zum Beispiel Angst zu spielen. Guck dir mal einen Horrorfilm an, in dem Leute Angst haben. Es sieht ja leicht aus, ist es aber nicht. Du musst dich im Vornherein eben halt reinarbeiten, reindenken, reinfühlen. Du musst dich so weit selbst treiben, dass du selbst anfängst zu weinen. Ja. Das geht nur mit sehr schrecklichen Gedanken, möglicherweise, dass es so funktioniert, wie zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen oder so, indem du dieses Gefühl eben halt hervorhebst und dadurch fängst du an zu weinen. Und das nutzt du dann wiederum, um den Charakter umzusetzen. Das ist wirklich ziemlich creaky. Aber wirklich, der Großteil der Schauspieler bei großen Produktionen, die können doch gar nicht warten, bis sich da mal ein Schauspieler reingefunden hat in den Toten des liebenden Verwandten. Die kriegen doch irgendwelches Zeug unter die Augen gerieben, damit die anfangen zu weinen, oder? Mm-mm. Mal ganz ehrlich, Robert, nein. Beim Film, nein. Robert, nein. Die Leute kriegen irgendwas, es damit gibt, die weinen. Es gibt, die können sich nein, nicht alle halt, da rein... Stopp. Aber Robert, ist so es, gibt, es gibt ja möglicherweise Charaktere, die vielleicht auch an ihre Grenzen stoßen oder beziehungsweise halt stopp. Es gibt Menschen, die Charaktere umsetzen sollen bezüglich des Regisseurs, der das verlangt, wo aber dann letztendlich der Mensch an sich, der das umsetzen soll, an seine Grenzen stößt und sagt, okay, gut, ich schreibe mir jetzt wirklich mal was darunter, dass ich anfange zu weinen, weil ich es irgendwie gerade aus irgendwelchen Gründen nicht hinkriege, weil ich einfach so happy heute drauf bin und ich kann gerade nicht weinen. So, das geht halt nicht. Ja. Kriege ich auch nicht hin. Gebe ich ganz ehrlich zu. Schaffe ich nicht. Ich kann mit Trauer, aber das braucht Zeit, bis ich drin bin, kann mit Trauer arbeiten, aber das ist auch die Grenze so. Ich bin nicht der Opfer-Weintyp, bin ich nicht. Also was sind so die Rollen, die du auch in der letzten Zeit verkörpert hast? Das sind meistens Rollen... Menschen, die draußen leben. Der Bart ist ja einfach immer Teil der Rolle, aktuell, offenbar. Möglicherweise jetzt gerade, aber wenn das jetzt wieder sich ändert, muss ich ihn wieder abmachen. Also ist doch was, wo du dann... Wo ich mich auch... Weil der Bart ist ja jetzt schon relativ lang. Ja. Das heißt, die Rolle des netten Menschen von nebenan, der nicht mit einer Axt plötzlich im Regen vorm Fenster steht, ist lange nicht mehr da gewesen. Hast du was gehabt jetzt zuletzt, wo du den Bart brauchst? Es tut mir leid, wenn der Robert schon... Nein, das ist... Geil. Weep, weep. Wir bräuchten dich hier hinten an der Scheibe, weißt du, mit so einem Spaten. Ja, ja, ja. Dann flackert hier das Licht und wir machen... Dann weine ich. Dann bin ich ein bisschen und... Ja, da wird es langsam gruselig, ne? Was ist die Rolle jetzt, in der du, so wie du jetzt heute, also abgesehen davon, dass du dich dann noch von der Mimik, Gestik etc. veränderst, Stimme, aber Optik des Gesichtes, der Haare, was ist das, was du jetzt zuletzt damit dargestellt hast? Ich habe zuletzt einen eine in sich tragendes außerirdisches Insekt.
Achso, ich muss rüber. Robert sagt, ich muss rüber. Ich sitze außerhalb vom Bild. Ah, das ist schlecht. Ja, die Leute kennen das. Ich bin hier immer. Ich bin immer das Gleiche. Also ich habe etwas umgesetzt, in dem in mir ein getragenes Insekt praktisch meine Psyche verändert hat. Okay. Und da habe ich von dem sympathischen jungen Mann zu einem, sag ich mal, eher zerstörerischen Typen sich dann verändert und... Also auch dann, was, wo du eine Bandbreite zeigen kannst. Ja, so, so ein Wandel halt. Ne? An Können, ja. Inklusive der Veränderung. Gibt es für die Leute jetzt zu Hause sagen, oh, das interessiert mich, was macht der Carsten so? Wo gehen die hin, wo sehen die was von dir? Wo können die sich jetzt informieren? Zum Beispiel bei Reck und Cut oder bei Carsten Rübern direkt YouTube, Reck und Cut YouTube. Dann unter anderem mit der Zusammenarbeit mit Costel Agosano Entertainment. Entertainment Films, Scorp Entertainment Films, das habe ich also Reck und Cut mit der Zusammenarbeit, Scorp Entertainment Films, Costel Agosano. Ja. Unter anderem natürlich mit meiner Art und Weise, die ich präsentiere, wenn ich meist dann eine relativ große Nebenrolle oder halt Halbrolle habe. Ja. Wobei mir das eigentlich so ziemlich Wurst ist, was ich da habe. Hauptsache, ich kann schauspielen und hab da meine Leidenschaft ausleben. Und der Charakter muss ein bisschen zu mir passen. Es gibt auch manchmal Charaktere, die mir nicht so gut gefallen, aber da muss man manchmal durch. Ja. Das ist einfach so, da muss man halt einfach... Das ist aber das was, wo du dann auch den Zugang findest. Ganz genau. Und auch bei Facebook kann man mich sehen oder Carsten Rübernd einfach. Und da kann man sich die Filme anschauen, die bisher da sind. Es sind zurzeit nicht viele Filme da, weil wir jetzt gerade beim Neuaufbau sind. Okay. Ja, ja, ich finde das gut, weil du hast gerade gesagt, kurz mal die Zeit. Robert, die Zeit. Robert, der im Internet Carlos heißt. Ich glaube, das mal kurz. Wir haben noch Zeit. Das auf jeden Fall. Sie sagt immer, wir haben noch Zeit. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung davon, wann ich nach Hause gehe. Noch zehn Minuten. Ja, dann ist es was? Null. Nee, das ist schon mit Überlänge eingerechnet, weil wir später angefangen haben. Aber okay. Da hat der Matthias schon ausgefegt. Der kehrt uns hier gleich das raus. Wir müssen das noch wegräumen. Ich habe die Cola wieder nicht getrunken. Du kannst also auch in Rollen, kommst in Rollen rein. Du kommst in Rollen rein, die dir eigentlich nicht liegen, wo du sagst, das ist schwer, die möchte ich eigentlich nicht spielen, aber ich mache es nicht. Ich glaube nicht, dass sie schwer sind, sie gefallen mir einfach nicht. Sie gefallen mir nicht. Also manchmal sind sie auch schwer, ja, aber es ist eher geringer, dieser Ausdruck zu verstehen, sondern eher zu sagen, hey, das gefällt mir eher nicht so, das ist nicht so mein Ding, aber ich mache es trotzdem. Und mich weiterzuentwickeln, nicht nur auf eine Rolle zu versteifen. Genau, das ist der Unterschied zu diesen anderen 95%, dass du dann sagst, ich mache das trotzdem, ich will mich auf dieser Ebene weiterentwickeln und ich versuche das auch im Vorfeld. Ja. Es gibt genug auch große, gut verdienende Schauspieler, Robert könnte sicherlich zahlreiche nennen, die praktisch in jeder Rolle, die sie spielen, gleich sind, weil sie einfach nur die Rollen annehmen, die sie sowieso den ganzen Tag verkörpern. Die Frau, die um die Ecke wohnt und einkaufen geht und einen Mann kennenlernt. Das sind alle Hugh Grant-Rollen, sind ähnlich. Das ist halt einfach dieser Typ. Und ab dem gewissen Punkt, wo Hugh Grant ein bisschen eklig ist und ranzig und man ihn in andere Rollen stecken wollte, dann fällt das so langsam ab und heutzutage, ich weiß gar nicht, was mit ihm ist. Ja, meine Favoriten zum Beispiel auch in der heutigen Zeit sind der Moritz Bleibtreu zum Beispiel. Ja. Oder Moritz bleibt treu. Ich finde ihn ganz toll. Echt? Wirklich? Ja. Ich habe mal einen Film mit ihm gesehen und gleich noch danach dieses Making-of angeschaut. Und wenn es ein Schauspieler nicht mal nötig hat, für das Making-of sympathisch zu wirken, ich weiß nicht mehr, was das gewesen ist, aber der war so schrecklich hinter den Kulissen in seinen Anweisungen. Von dem Wasser, was er noch brauchte mit einer bestimmten Zusammensetzung. Nee, es war einfach, und man hatte sofort ein unangenehmes Gefühl. Es kann auch sein, dass da irgendwo die Luft gebrannt hat. Aber das nimmt man doch nicht auf eine DVD, wo ich dann zu Hause weine. Jetzt fange ich wieder. Das rufe ich mir in Erinnerung. Ja, das ist das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dass die Menschen dann wenn man sie persönlich trifft, außerhalb der Schauspielerei, dass man plötzlich merkt, oh, die sind ja plötzlich ganz anders. Dieter Bellmann ist ganz furchtbar anders. Das ist wie vor uns, wo du vor uns sagtest, ich habe den jungen Mann eingeladen und habe ganz anderes erwartet. Und dann wurde ich enttäuscht. Und das ist auch das, ich wurde nicht enttäuscht. Ach so. Das kann man nicht sagen. Entschuldige, dann habe ich das so empfunden. Die Mutti von ihm ist dran geblieben bei jeder Folge, glaube ich. Und dann hat gesagt, da guckst du mir lieber das an. der sagt mir jetzt, ich war nicht enttäuscht. Ach so, ich war überrascht. Und danach verwundert, dass er... Viele Leute gehen hier raus. Wir hatten zuletzt hier einen Kabarettisten, André Bautzmann. Wir haben Spaß gemacht und gesprochen über die Kabaretts in Leipzig. Und wir haben über Sandfurt gesprochen. Und ich sagte, Sandfurt ist ja sowieso tot, das machen sie zu. Hier haben sie bei Hinzmann Live, haben sie es zuerst gehört. Ne? Großer Spaß, habe gesagt, nee, ist toll, kann man hingehen. Das Kabarett Sandfurt hat das gesehen. Die waren nicht sonderlich erfreut.
Ne? Von diesen wenigen Menschen, die das gesehen haben, haben die Leute immer, na so. Wir können drüber lachen, ich bin am Sonntag zu einer Premiere eingeladen, bin dann wahrscheinlich nicht mehr hier, weil sie mich dort auseinanderschneiden hinter den Kulissen. Ich habe ein kleines bisschen Angst, aber ich wollte jetzt nochmal sagen, ich... Es liegt wahrscheinlich auch an deiner Provokanz. Wenn du heute nicht so, wenn du heute nicht so spannend gewesen wärst, weißt du, was ich da gemacht hätte? Ich hätte heute eigentlich, wollte ich, als Wiedergutmachung, wollte ich den was? Wikipedia-Artikel, ja. Den Wikipedia-Artikel vom Sandfood wollte ich vorlesen, also nur die positiven Sachen, ohne den Absatz, Hinzmann Live hat gesagt, es wird zugemacht. Ja, sie ist zuerst gehört, Zitat. Ja, nee, aber das kann ich jetzt nicht, das ist trotzdem ein tolles Haus, die haben eine Premiere und ich kann dir noch sagen, welche Premiere am Sonntag ist, nämlich, Carsten, jetzt kommen wir mal zu dir. Ich habe keine Ahnung, ich will mich sagen, Sandfood ist, ich mag die Leute ganz furchtbar gern, wie sie alle heißen. Mhm. Ingolf. Ist okay. Ist ein super Typ, Ingolf Servuschock. Ja, Schauspielerei, das sind die Dinge, die du tust. Du hast einen YouTube-Kanal, den kann man sich anschauen. Du bist auch in dieser Leipziger Filmer-Szene drin, die bei Stefan Taubert anfängt, mit dem du seltener was machst, aber du bist der Koste ist zum Beispiel jemand, mit dem du zu tun sehr hast. Sehr viel. Und der hat aber auch sehr viel mit Stefan Taubert zu tun. Ja. Bei Facebook hat er jeden Sonntag was mit Stefan Taubert zu tun. Ja, kann er doch machen. Ich habe gar nichts dagegen gesagt. Ich habe gesagt, es gibt eine Leipziger Filmszene, die unabhängig von diesen anderen Dingen hier, das wusste ich vorher gar nicht. Ach so, okay. Das war mir vorher nicht bewusst. Ach, deswegen betonst du das jetzt so? Ich dachte, der Stefan Taubert ist der Einzige, der sowas macht. Nö. Der macht das aus Spaß an der Freude. Ach so, nein. Und dann habe ich aber mitgekriegt, dass es noch ganz andere Leute gibt, die sich wirklich hier engagieren und die ohne Beisteuern des MDR Sachen auf die Beine stellen in ganz eigenen Produktionen, die nicht immer nur Werbefilme machen, sondern die... Wir gehen ja auch für unsere Technik, also Kostel Agasano ist für seine Kamera auch arbeiten gegangen, Also das ist ja jeder andere auch. Ja. Ja, also die gehen da auch dafür arbeiten. Ne? Und das Geld, klar gibt es da vielleicht noch von den Eltern ein bisschen Zuschuss oder so, wenn man dann diese Möglichkeit hat, aber das ist gering. Man geht halt mal dafür arbeiten, um seine Sache zu verwirklichen. Also deswegen hat der Robert ist ja Kameramann. Hast du eine Kamera, Robert? Robert hat nämlich, glaube ich, keine Kamera. Nee, also siehst du? Ich habe eine kleine, weil wenn ich richtig arbeite, leihe ich mir die natürlich aus. Wer kauft sich heutzutage eine Kamera? Der Kostel hat sich eine Kamera, glaube ich, gekauft. Weil die in 2 Jahren veraltet ist, dann kauft sich eine neue. Schön. Ja, das ist aber schön. Dann kann er die bei Vintage-Kameras verkaufen. Wenn die Qualität aber für den Film stimmt, dann reicht das in diesem Punkt aus, je nachdem, was man machen will. Ne? Oh, ein Kampf entbrennt. Verstehe ich zwar nicht, aber es ist in Ordnung. Lass es. Du hast nicht die Kampfkünste studiert, Einzelbild für Einzelbild. Du wirst verlieren. Ich sag's dir. Er kann ja seine Meinung. Ich soll Carsten noch schöne Grüße ausrichten von Reini, dass er vergessen hat, wo er angefangen hat, Filme zu machen. Jetzt habe ich die. Du hast vergessen oder unterschlagen, bewusst oder unbewusst, wo du angefangen hast, Filme zu machen. Denn der Reini hat sich gemeldet und hat gesagt: Schöne Grüße. Du hättest vielleicht den Reini erwähnen sollen. Der sitzt jetzt zu Hause und. Echt? Und Wein. Also ich habe das selber gedacht, aber ich habe es nicht erwähnt, weil es betrifft mich auch, aber ich wollte es einfach nicht erwähnen, weil ich fand das jetzt... Oh, es ist ja gut intern. Es tut mir leid, bei Hinz meine... Na, weil Reck und Krat jetzt letztendlich, weil es alles mit Reck und Krat, weil es geht ja hier nicht um andere Personen. Na, gleich habe ich die jetzt mit genannt, weil jetzt die Personen ja aktiv mit mir zusammenarbeiten, ganz klar, aber ich kann natürlich Reinim dazu natürlich mit benennen, natürlich, ist ja auch ein toller Schauspieler, also klar. Also, was ich jetzt vom Reini habe ich schon gehört und Dinge gesehen, hört doch jetzt mal auf, hier Streit zu machen, die Leute werden, ich weiß auch gar nicht, Menschen daheim, die Schießerei in der Dresdner Straße hier nach 0 Uhr, die hat stattgefunden, weil der Robert, der im Internet Carlos heißt, das ist schon sowas Dubioses, das steht in der Bildzeitung, er nannte sich im Internet Carlos. Er mochte Animes und hatte 3000 DVDs. Er lebt in seiner eigenen Scheinwelt, er hatte nie eine Freundin. Manchmal, die Polizei kommt. Was war das? War das Polizei? Krankenwagen? Krankenwagen, gut. Der Mann da oben weiß Bescheid, der Mann von der Treppe kennt sich aus. Der hat sich schnell in seine Rolle reingefunden, oder? Natürlich hatte ich damals mit Robert Zeder auch angefangen, mit Reini zusammen zu drehen, sicherlich. Aber die waren halt, das war jetzt nicht so präsent. Also jetzt gibt es ja wirklich Filme mit den Personen, wo Reini auch mit dabei ist, die jetzt wesentlich präsenter sind. Ja, klar. Ganz klar. Also deswegen habe ich die jetzt nur einen Teil herausgegriffen. Ganz genau. Um nicht alles zu nennen. Nee, muss ich auch nicht. Ja. So, es geht ja hier um mich. Hör mal auf, das wird immer schlimmer. Also das ist so, dass wenn du jetzt jemanden hast, der zu Hause ganz, ganz furchtbar traurig jetzt ist. Er hat mich vergessen. Ich habe ihm alles beigebracht, was ich nicht wusste. Und das Problem ist, der sitzt zu Hause und weint jetzt, na, ohne sich darauf vorzubereiten und reinzufühlen. Kann ja selber hierher kommen und unterstützt werden. Also ich meine, wenn er sich darauf Wert legt. Ich glaube, Robert hat ihn eingeladen. Robert hat das jetzt irgendwie absichtlich. Robert wird irgendwie übelst grantig hier. Ich muss das jetzt mal abbrechen. Können wir bitte aufhören? Wir können sonst hier nie wieder herkommen. Was ist denn hier los? Warum haben wir hier zwei? Ich kenne diese Menschen nicht. Ich habe den Robert ein, zwei Mal gesehen. Ich war einmal in seiner Wohnung.
Und dann habe ich nicht mehr nach Hause gefunden, weil das in Knaut-Kleberg ist und dann wusste ich nicht, wie es da weggeht. Mein Handy hat sich abgeschaltet, weil es überhitzt war beim Navi probieren. Und jetzt ist es kaputt. Ich weiß gar nicht, wo mein Handy ist. Mein Handy ist gestohlen. Vertragt ihr euch dann bitte wieder? Ja, das ist jetzt... Du bist ein Schauspieler. Du spielst dann einfach, dass ihr euch vertragen habt. Und der Robert nimmt das ja, so genau hin. Ich hab den Robert heute die ganze Zeit geärgert und jetzt habe ich auch ein bisschen Angst. Hilfst du mir nochmal einen zusammenpacken? Wir müssen jetzt mal abbrechen. Robert, wie spät ist das? Robert hängt so gerade so in der Ecke und hat keinen Bock mehr, irgendwas zu sagen. Bald, es geht bald dem Ende zu. Ja, also nicht nur für dich. Oh. Ich habe nicht einmal diese Tafel benutzt. Ja. Lieber Mario Geister, das ist nämlich mein Friseur in der Harnackstraße. Vielleicht will mir morgen die Haare schneiden lassen, ich komme vorbei. Vielleicht liegt das auch daran, dass du dir auch einiges merken konntest und es dir in dem Moment gar nicht wichtig war, da ein Thema jetzt noch irgendwie einzuschreiben. Das kann ja sein. Ich habe ja noch gar kein Thema, was ich da dran schreiben kann, aber ich bringe das immer mit, für den Fall, dass ich mein Thema habe. Jetzt habe ich sogar den Stuhl hier und da kann ich das dran lehnen. Ja. Wo geht's für dich in der nächsten Zeit hin? Was sind Projekte, die du jetzt vielleicht als letzte Frage, Projekte, die du unbedingt noch angehen willst, wo du sagst, da kann ich mich in einem extremen Maße weiterentwickeln, als einfach nur von Produktion zu Produktion, sondern was wäre so ein Schritt, wo du sagst, das geht in eine größere Richtung, der ist ein bisschen weiter, der Weg, den ich da gehen muss. Ja, der größere Sprung wäre jetzt so mehr in die Filme des Kommerzbereich und da habe ich jetzt auch langsam so meine Fühler ausgestreckt zu verschiedenen Regisseuren, die zum Beispiel Timo Rose zum Beispiel, möglicherweise, dass da irgendwann mal der Punkt kommt, dass er sagt, hey, Mensch, toll, würde gerne mal mit dir arbeiten oder so. Oder jetzt zum Beispiel hat Costa Agosano mir nochmal eine Möglichkeit gegeben, mich mit einem bekannten Regisseur auseinanderzusetzen. Ja. Er heißt mit Vornamen Andreas, das habe ich auch den Nachnamen vergessen. Nicht so schlimm. Ja, sorry. Ich Solange du dann weißt, wenn der anruft und dich einlädt. Ebenfalls ist das auch ein bekannter Regisseur, der Horrorfilme umsetzt und das hat ja einiger Zeit tätigt. Und die bekanntesten Filme bisher, die er jetzt überhaupt auch als Trailer an den Tag gelegt hat, für den vierten Teil, möglicherweise für den vierten Teil, des menschlichen Tausendfüßlers, der eben halt auch ziemlich krass ist und ziemlich bösartig. Der menschliche Tausendfüßler, ja, es ist, der vierte Teil, das heißt, es gibt drei. Ja, oder? Ich glaube, es ist jetzt ein vierter Teil, ja, der umgesetzt wird und der soll halt mit allen dreien irgendwie getoppt werden und da soll ich möglicherweise eine Rolle mitbekommen. Mal gucken, ob ich die Rolle umsetze und das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr schwierige Umsetzung. Es ist einfach kein Problem, den dritten Teil zu toppen, der war ja auch schlecht. Ja, wenn ich das, wie ich das nicht kenne, ne, und ich höre dann von dem vierten, dann denke ich mir, wow, wenn es da immer noch einen dritten gegeben hätte. Er ist so ziemlich ekelhaft, ja. Und für die Rolle, die ich umsetze jetzt, schon nicht einfach, weil da auch viele Zustände und Gefühle da in einen Raum hin und her springen. Ja, ja. Und das macht das schwieriger, aber das ist genau diese Frage, die ich dir jetzt für dich beantworten will, da mich weiterzuentwickeln. Also auch im Kommerzbereich, um eben halt irgendwann mal zu sagen, okay, da kann ich ein bisschen Geld verdienen, kriege ich mal die, was weiß ich, 500, 800 Euro. Ich habe ja auch schon mit Schauspielerei Geld verdient. Mal da, am Anfang mit einem Huni, dann ging es auf 300 und dann irgendwann auch immer 500. Meistens Low Budget, aber auch da hat man sich weiterentwickelt und jetzt kommt eben halt ja die große Weiterentwicklung und da flackert natürlich schon ins Herzchen, weil so einfach ist es nicht. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ich bedanke mich erstmal, dass du heute dann hierher gekommen bist. Danke. Ja, dass wir uns unterhalten konnten. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich habe viele neue Sachen gelernt und das Wichtigste, das tut mir wahnsinnig leid auch. Wieso? Weil neben all dem, was du gesagt hast, was total toll und wichtig war, ist es das VHS-Band, was hängen geblieben ist, dass man straffen muss, weil es sonst zerreißt. Es ist leider 20 Jahre zu spät, diese Information, aber falls jemand eine Zeitmaschine erfindet, das ist die Information, die ich gerne zurücktragen würde in meine Kindheit, du musst das Band straffen. Hörst du mich? Ich bin es am Apparat. David aus der Zukunft, das Band musst du straffen, ich weiß nicht mehr wie. Google es, wie, du weißt nicht, was Google ist. Du Vollidiot! Vielen lieben Dank. Ne? Ich bedanke mich, ich wünsche dir alles Gute. Carsten, vielen, vielen lieben Dank. Danke, hat mir sehr gut gefallen. Carsten Rüband, unbedingt bei Facebook, YouTube und auf allen anderen Kanälen. Und dann müssen wir noch auf die Frauen hinweisen, die ja vorher gesessen haben. Die gehören zur Kleiderkammer bei Etsy. Das steht alles auf www.davidhinzmann.de morgen, wenn ich aufgestanden bin. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön auch an Robert. Robert haben wir uns noch lieb. Robert, der im Internet Carlos heißt, war heute sehr grantig zum Schluss. Keine Ahnung, ob das so ist. Oh Gott, ich habe hier total. Wir sehen uns hoffentlich irgendwie in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.